aber auch. Die Vorstellung habe ich weggelassen. Aber ich möchte euch jetzt ganz herzlich begrüßen zu meinem kleinen Instagram-Workshop. Er soll ausschließlich für Anfänger sein. Ihr zwei von euch haben ja schon ein Profil. Der, ja, Reinhard hat noch keins. Ich habe gerade eins gemacht. Ich gut, da wo ich geguckt habe, hat man noch keins, aber ist egal. Ja. Das ist gut so. Ich habe mir die zwei Profile von Hermann und von der Isabel angeschaut und darüber werden wir dann auch nochmal ausführlich sprechen. Okay. Ich sage euch mal so kurz und grob, um was es heute so gehen soll. Das kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich hab nur 6 Folien, mehr nicht, nur 6 Folien. Ja, kein Problem. Also, willkommen. Seht ihr mich schon? Ich muss noch meinen Bildschirm teilen, stimmt's? Moment. Ja. Die Technik muss nämlich heute auch mitspielen, das ist immer sehr wichtig. Trotz ja nichts, gell? So. Jetzt gebe ich meinen Bildschirm gerade frei. Ihr müsstet jetzt so mal mein Instagram-Willkommensbildschirm jetzt sehen. Ja. Okay. Ja, um was soll das heute gehen? Ungefähr 2 Stunden werden wir vor einen Raum. Die letzte halbe Stunde werde ich Fragen beantworten und wir werden noch mal so Resümee passieren lassen, was wir alles gelernt haben. Also 1,5 Stunden, 1/2 Stunde Pause. Das wirst du heute alles lernen. Also wir werden mal erfahren, warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir Instagram haben. Warum sollten wir denn alle als kleine Unternehmen überhaupt Instagram verwenden? Und wie richten wir eigentlich diesen Business-Account ein? Ich weiß nicht, ob ihr drei schon einen habt. Ansonsten werden wir an einem Beispiel so einen Account mal einrichten. Also ich möchte es in dem Workshop nicht so viele Trockenübungen machen. Ich möchte mehr so praktische Übungen machen. Ne? Als ein Beispiel, wo ihr dann wirklich auch mit nachvollziehen könnt, wie wird das jetzt gemacht? Wo muss ich wohin klicken? Also es nützt mir nicht, wenn ich hier Folien zeige, wie alles funktioniert. Ich möchte es euch schon genau zeigen. Und das wollen wir eigentlich machen. Wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass wir ein Handy parat haben, wenn möglich. Wer kein Handy jetzt parat hat, der sollte das mir jetzt mal kurz sagen. Isabel, hast du ein Handy parat? Ja. Gut. Dann leg das Handy mal dann parat, bitte hin. Okay, ja, mache ich. Ich habe auch für diejenigen, die jetzt wirklich sehr schön Hermann hat und Reinhard. Ja, habe ich auch. Gut. Für diejenigen, zum Beispiel die Isabel, das war auch die Frage, zeige ich euch nochmal die Google Chrome Erweiterungen, die ihr dann auch nutzen könnt, wenn ihr am Desktop arbeitet. Mhm. Es ist aber so, dass die natürlich für eine reibungslose Arbeit, es ist immer schöner, wenn man das Handy hat. Aber ich weiß, es ist manchmal zu klein, um daran zu arbeiten. Aber man könnte es auch mit dem PC machen, mit bestimmten Tools. Die werde ich euch vorstellen. Ne? Ja. Gut, dann werden wir die Headline, das werden wir machen für das Profil. Ich hatte ja eigentlich vor, mit dem Reinhard das Profil einzurichten, aber da du ja jetzt schon eins hast, machen wir das dann, vervollständigen wir das dann. Ja, gerne. Okay. Wir werden dann das Raum für dein Angebot, also wir werden das Profil so einrichten, dass wir genau sehen, was ist dein Angebot, wo soll der Weg hinführen. Mhm. Wenn jetzt jemand auf dein Profil kommt, dass er gleich erkennt, aha, mit welchen Menschen habe ich zu tun, bin ich hier richtig oder bin ich hier überhaupt falsch? Na, ja, wir wollen ja alle mit unserem Profil irgendwas erreichen, als Spaß jetzt zu verwenden. Ne? Ja. Wir werden heute lernen, wie wir mehr als einen Link in das Profil einbinden. Das heißt, wir haben ja nur die Möglichkeit, immer einen Link einzubinden. Wir werden aber heute ein Tool lernen, wo wir mehrere Links einfügen können. Mhm. Wir werden einen Feed machen und wir werden auch schon mal die ersten Bilder gestalten, ne, für die Posts. Ihr werdet lernen, wie man Hashtags macht und wie man die Hashtags einfügt. Und ihr werdet noch ein bisschen, wenn wir noch Zeit haben, über die Story-Funktion lernen und dann den Plan, für was wann gepostet werden soll. Eine kleine Überraschung habe ich dann noch zum Schluss für euch. Das ist heute fertig geworden. Das bekommen alle die mitgemacht haben bei dem Workshop, die bekommen meine Toolschatzkiste. Und in der Toolschatzkiste sind alle 48 Tools, die wir verwenden könnten,
oder können für Instagram auch nochmal bis ins Detail erklärt, für was was ist, welche am PC verwendet werden können, welche wir nur fürs Handy nehmen, wo wir die finden und für was wir die einsetzen. Wahnsinn. Also dieses, danke. Ja, dieses Buch bekommt ihr dann, aber ich sage gleich, das Buch möchte ich dann, dass ihr nicht das weitergebt, sondern dass ihr das nur für euch verwendet. Natürlich. War nämlich sehr, sehr viel Arbeit. Ja, glaube ich. Gut. Ja, wir wollen aktiv arbeiten, also alle so untereinander, weil wir müssen uns vorstellen, wir sitzen im Klassenraum und wir kennen uns schon alle ein bisschen und arbeiten so schön zusammen. Ich mag das lieber, als wenn das so unpersönlich ist. Ja. Und wir schauen uns alle Profile an. Das heißt, ich werde mir das Profil von der Isabel anschauen, hier live am Bildschirm, damit ihr das auch alle mitsehen könnt. Und wir von Hermann das Profil auch. Ja, Fragen stellen ist zwischendurch erwünscht, ist sogar erlaubt, weil es kann ja immer mal zwischendurch eine Frage kommen und wenn wir die dann vergessen, ist es blöd, wenn wir zum Schluss und wir sind dann nicht mehr an der bestimmten Stelle, dann könnt ihr ruhig zwischendurch mal fragen. Gell? Da habe ich sofort die erste Frage. Ja? Und zwar, es ist ja so, dass Facebook und Instagram zusammengehören, richtig? Ja. Aber es wird getrennt voneinander gepostet. Nicht, wenn ich bei Facebook etwas poste, erscheint dir das automatisch bei Instagram. Dann ist ja überflüssig. Ja? Wenn wir jetzt dein Profil einrichten, zeige ich dir, wie du alles beides verbinden kannst. Ah ja, okay. Nur mit einem Business-Profil. Und es geht auch nur in die eine Richtung. Instagram postest du was und kannst es gleichzeitig auf deine Fanpage posten. Ah ja, okay. Ja, von Facebook auf Instagram geht es nicht. Ah, okay. Gell? Also nur in die eine Richtung. Ja. Und dann auch nur, wenn du ein Business-Profil hast. Hast du keins, geht's nicht. Bei Instagram, nee, habe ich nicht. Gell? Also das machen wir dann. Okay. So, dann ist das der Link für die komplette Anleitung. Das ist auch nochmal wichtig, weil wir werden nicht alle Punkte schaffen für die Komplettanleitung. Das heißt, ihr kriegt das Workbook mit 35 Seiten dann auch noch zum Schluss. Da könnt ihr dann nochmal im Laufe der Woche alles genau durchgehen und vielleicht gucken, ob ihr da und da noch was verbessern könnt, was verändern könnt. Nur, ich kann ja jetzt keine 50 Seiten mit euch durcharbeiten. Deswegen hier dieses Buch dann extra noch zum Schluss. Okay. Plus diese Schatzkiste mit den 48 Tools. Die bekommt ihr dann auch noch. Super. Gell? So. Ja, das war's erstmal. Es waren jetzt wirklich nur diese 8 Folien. Und ja, wir werden jetzt beginnen mit Reinhard. Und zwar mit Reinhard seinem Instagram-Account. Okay. Den hat er sich ja jetzt eingerichtet. Ja. Wir werden das mal jetzt hier mal live vollziehen. Ich muss nur mal ganz kurz wechseln auf den anderen Live-Bildschirm. Gut, dass die Technik immer schön mitspielt. Arbeitest du mit 2 Bildschirmen? Nein, ich arbeite mit 1, aber ich kann die Freigaben so machen, dass ich auf die verschiedenen Fenster springe. Da ich auch einen riesen Monitor habe, ist das schon wie ein Zweier. Nee, okay. Also groß. Also. Okay. So, jetzt werde ich mal, Moment, auf mein Handy überspringen. Ja. Normal. Ja, seht ihr jetzt mein Handy? Ja. Gut, okay. Das ist jetzt, also ihr müsstet jetzt so mein Handy sehen. Und wenn ich jetzt so mache, seht ihr das? Ja. Ja. Okay, dann seht ihr jetzt hier mein Handy. Wie geht das? ja, das kann ich euch auch sagen. Also, ich bin ja Mac-Benutzer. Das kann ich euch jetzt am Mac zeigen. Im Mac gibt es ein Programm, das nennt sich QuickTime Player. Und damit geht das. Aha. Ich habe auch ein MacBook Air. Genau, das ist kein Problem. Du hast ja QuickTime Player schon aktuell drauf installiert, ja. Gell? Mhm. Und dann kannst du dein Handy dort anschließen und kannst es dort den Bildschirm teilen. Aha. Das würde ganz einfach gehen mit QuickTime. Über USB. Über USB, das musst du vorher anschließen, das Handy mit USB, ja. Okay.
So, jetzt würde ich mal sagen, wir suchen mal Reinhard seinen Account. Reinhard, du hast dein Handy parat. Ich suche jetzt mal deinen Account. Der nennt sich Reinhard. Oh. Ja. Muss ich kurz ausstellen. Warte. Ich habe mich als Reinhard angemeldet, ja. Ja. Jetzt habe ich, das aber noch nicht am Handy. Augenblick, da muss ich jetzt mal. Ich rufe zurück. So. Reinhard. Ja. Weiter. Hülswitt, mein Nachname. Ach, Heinrich ja. Übermuth. Ja. Ludwig Siegfried. Wilhelm Ida. Hast du das mit Ü geschrieben, Hülswitt? Ja, ich glaube doch. Da ja, bist du da schon. Mehrwert for you. Mehrwert for you. Das ist der Benutzername. Gut. So, jetzt haben wir dich hier. Ihr müsstet das jetzt alle so sehen live. Jetzt müsstest du auf deinen Profil mal gucken. Und zwar gibt es so ein kleines Zahnrädchen. Aber ich habe Instagram noch gar nicht auf meinem Handy. Nee, ich bin jetzt nicht auf deinem Handy. Da komme ich ja nicht drauf. Nein, ich muss das ja drauf haben. Öffnen du musst es jetzt mitmachen, ja. So, als Reinhard Hülswitt fortfahren. Jawohl. Ich wollte dir nur zeigen. Und ich gehe jetzt mal auf mein Handy, da kann ich es euch ja zeigen. Ja. Auf deins komme ich ja nicht. Da gibt es dann den Button Profil bearbeiten. Warte, ich spreche nochmal ab. Isabel, siehst du das? So ein kleines Zahnrad an der Seite. Ja. Okay. Da müsstet ihr mal draufklicken. Du auch. Hermann auch. So, Story verbergen, Antwort zulassen, okay. Speichern. So, hast du das gefunden? Nee. Also ich habe auch kein Zahnrad. Warte. Ich habe links ein Zahnrad gefunden, da habe ich draufgeklickt, jetzt steht hier Story-Einstellungen. Nee, ihr seid falsch. Geht mal bitte in euren Vieh, also ihr müsst mal so machen, Moment, ihr müsst mal auf das Häuschen klicken. Häuschen. Welches Häuschen? Und dann auf eurem Kopf, ganz außen rechts. Ah, ja, deine Story? Nein, nee, hier ganz außen rechts den Kopf. Warte, wenn ich mit der Maus hier so hingehe, seht ihr das? Wo? Da den Kopf, an der Seite, den Kopf. Nee, ich sehe nichts. Hier unten den Kopf. Rechts ganz unten, den Kopf siehst du. Von mir den Kopf? Von dir den Kopf, ja, den habe ich aber nicht bei mir. Doch, da habe ich ein Männchen stehen. Da habe ich ein Männchen. Ich auch. Na, dann drückt mal auf das Menschen. Das ist euer Profilbild eigentlich, wo ihr da drauf klickt. Ja. Ach so. Ja. Warum erscheint denn bei dir ein Profilbild und bei mir nicht? Weil wir noch keins reingefügt haben. So, da drauf. Und jetzt müsstet ihr das so sehen, wie ich jetzt hier, nur noch ohne die Schrift. Ja. Bei dir auch, Isabel. Ja. Ja. Also ich habe ein Profilbild und da steht dann drunter Profilbild ändern. Das erscheint aber nicht oben in meinem Profil. Nee, da sind wir ja jetzt auch nicht. Wir wollten eigentlich jetzt gucken, dass wir erstmal in diese Zahnrad-Einstellungen kommen. Profil bearbearbeiten. Ja, Profil bearbeiten, das steht auch bei mir drunter. Ja. Gut, jetzt geht ihr mal bitte alle in Profil bearbeiten rein. So, jetzt öffnet sich das so, sieht das jetzt hier wie bei mir aus, gell? Ja. Nur leer. Bei euch steht nichts drin. Bei mir steht Benutzername, Mehrwert for you und meine Internetseite. Also wichtig ist jetzt hier bei diesen Profilbildeinstellungen, dass wir hier unten gucken, wenn ihr noch kein Unternehmensprofil habt, da muss ganz unten erscheinen zum Unternehmensprofil wechseln. Nee, steht nicht. Da steht bei mir, teste Instagram Business Tools. Ja. Und das Businesskonto einrichten ist bei mir vorher. Ja, genau. Ihr müsst dahin, dass ihr das Business-Konto einrichtet. Dort. Das ist bei mir schon auf der ersten Seite, Business-Konto, Konto erstellen. Genau, weil nämlich normal ist es so, wenn du beim Konto erstellst, zuallererst das Konto erstellst, da kommt gleich die Abfrage mit dem Business. Da ihr das aber schon habt, müssen wir ja andere Wege gehen. Das heißt, wir müssen es nachträglich erstellen. Also bei mir steht noch nicht so ein Teste Instagram Business Tools. Das steht unten drunter. Ja, was ist, wenn du da draufklickst? Was ist da bei dir, Isabel?
Ich habe schon einige Informationen, wie zum Beispiel die Webseite, aber die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer von der Firma. Ja. Muss ich nur an die Biografie also arbeiten, also etwas darüber schreiben, was wir machen oder was wir sind. Genau, das erzähle ich euch gleich. Da steht das Steckbrief. Das machen wir gleich. Wir müssen jetzt alle erstmal ein Unternehmensprofil haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das steht bei mir. Mhm. Ja. Wechselt mal bitte auf Unternehmensprofil. Es ist kostenlos. Ihr braucht keine Angst haben. Es kostet kein Geld. Also willkommen bei Instagram Business Tools. Ja. Und dann steht da mein Benutzername. Und jetzt weiter, ja? Ja, jetzt weiter. Dasselbe macht Hermann auch. Insight abrufen. Nee, Insight wollen wir jetzt nicht. Das sind ja Sachen, wo wir gucken wollen. Oben rechts steht kein Unternehmen. Hm. Warte mal, ich kann es mal mit meinen. Ich habe ein anderes Profil noch. Mein Privataccount. Da gucke ich mal. Habe ich aber auch schon als Business-Profil umgestellt. Ja. Also bei mir kann ich jetzt neues Konto erstellen oder bestehendes Konto umwandeln. Genau, da musst du hinkommen. Erklär mal, wie du da jetzt mit deinem Handy hingekommen bist, Hermann. Ja, das ist ganz einfach, das ist die zweite Seite. Das ist mein schwarzes Männchen hier unten. Genau. Zeig's wo du mal. Ein Bild hast, habe ich ein schwarzes Männchen, wenn ich drauf gucke. Ja. Und da bin ich in dem Bereich, registriere dich für ein Business-Profil. Genau. Da steht dann Konto erstellen. Dann drücke ich auf diesen blauen, riesenblauen Balken Konto erstellen. Ja, habe ich nicht. Und das müsstet ihr jetzt machen. Und dann erstelle ein Unternehmenskonto. Ja, genau. Und bei mir steht dein Business-Profil. Hast du vielleicht schon dir das Business-Profil eingerichtet? Nein, ich habe gerade nur Instagram angemeldet, damit ich hier so ein bisschen vorbereitet bin, damit wir das nicht alle machen müssen. Ja, schade, das hätte sonst man jetzt nicht machen können. Sonst nichts, jetzt gehe ich nochmal zurück. Profil bearbeiten, Profilbild ändern, teste Instagram Business Tools. So, jetzt steht da willkommen bei Instagram Business Tools und jetzt gehe ich auf weiter. Und dann steht da Insights abrufen. Jetzt kann ich wieder auf weiter gehen, Promotions erstellen, weiter. Dein Business-Profil. Weiter. Wähle Kategorien für dein Business-Profil aus. Oh ja, jetzt seid ihr da richtig. Das macht er jetzt. Business-Profil, Kategorie auswählen, genau. Also wandle ich das bestehende Konto jetzt um? Genau, du wandelst um und bei Reinhard ist es quasi sein Konto, was er jetzt gerade erstellt. Da ist er aber noch gar nicht fertig mit der Erstellung, deswegen. Okay. Dann schreibe ich Produkt und Dienstleistung. Das sind die Vorschläge. Genau. Und bei dir, Hermann, du musst aufpassen, da kommt dann die Abfrage mit deinem Facebook-Fanpage verbinden. Das musst du dann noch machen. Und dasselbe auch bei Isabel. Ja. Das müsste ja bei mir auch kommen, ja? Ja. Jetzt gehe ich weiter. Ja. Sind die Daten korrekt? Adresse und Telefonnummer? Ja. Sind korrekt? Weiter. So, jetzt erstelle deine Facebook-Seite, die habe ich ja schon. Da kommt bestimmt noch was anderes, außer erstelle deine Facebook-Seite. Es kommt bestimmt noch mit einer vorhandenen verbinden. Ich kann ja weitermachen. Ja, oder weiter. Weiter? Nee, weiter. Passiert aber nichts. Also jetzt nicht mit Facebook verbinden, darunter. Nee, weiter. Was ist das denn? Seitentitel, Reinhard Hills. Ich wähle einen Titel und eine Kategorie aus, um Besuchern zu erklären, worum es auf deiner Seite geht. Diese Kategorie wird in deinem Business-Profil angezeigt. Ja, mach das erstmal, ne? Und wähle aus, was dich am besten. Du bist eine Beratungsagentur oder so, ne? Also keine, bist nicht hier, du hast eine Beratungsagentur, weil du machst ja Versicherung. Ja, aber ich kann ja gar nichts da einschreiben.
kann da drauf. Nee, das musst du dann auswählen aus den vorgeschlagenen Kategorien. Da ist nichts vorgeschlagen. Moment, jetzt geht was auf. Autor, Blogger, Führerische. Genau. Gamer. Beratungsagentur nimmst du. Steht es mal irgendwo? Ja, steht irgendwo. Isabel, du könntest jetzt gucken, ob du was mit Travel findest. Mhm. Eine Frage, wie ich war bei der Name, das habe ich, das hatte ich schon gemacht, aber ich sehe jetzt nicht die Verbindung zu meiner Facebook-Seite, aber die ist schon gemacht, aber ich finde nicht, wohin, wie man zur Facebook-Seite geht, von Instagram aus. Ja. Ist das auch auf den auf dann die Einstellungen? Normalerweise, wenn du das mit das Unternehmenskonto ist auf der letzten Seite die Abfrage mit der Unternehmensseite verbinden. Genau, das. Und wie kommt man dorthin? Auch auf diese Profil bearbeiten, oder? Genau, auch bei dem Profil bearbeiten, ja. Also alles das, was bei mir an Vorschlägen hier kommt, jetzt habe ich davon, kommt, da passt nur Unternehmer, mehr nicht. Was machst du denn jetzt Unternehmer, damit wir weiterkommen? Ja, okay, weiter. So, warte mal, Isabel, wie heißt deine Seite? Flora Travel. Flora, F-L-O-R-A. Travel, ja, okay, ja. Habe ich. Hm. Okay. Hm. Super. Ja. Ja. Okay. So, wie weit sind wir denn jetzt? Also der hat jetzt gewechselt und jetzt habe ich das. Hermann, bei dir ist alles klar? Ich bin soweit durch. Gut, du bist durch mit deinem. Ich kann jetzt Promotions erstellen, habe ich unter meinen Beiträgen. Ja, habe ich auch. Profil bearbeiten habe ich auch nochmal. Ja, habe ich auch, genau. Für uns ist es auch wichtig, dass wir dieses Instagram verwenden, weil wir dort nicht so eingeschränkt sind wie bei Facebook. Ne? Wir können dort noch posten. Unsere Posts erreichen einfach viel, viel mehr Leute. Deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig posten, dass wir viel posten. Und das zeige ich euch auch, wie ihr da Follower gewinnt. Ne? Okay. So, jetzt haben wir alle eine Unternehmensseite. Ja, nehme ich mal an, das ist die, ne? Ja. Gut, okay. Jetzt ist es wichtig, dass ihr ein ordentliches Profilbild macht. Ihr seht hier bei meinem Kopf hier oben ist das Pluszeichen. Das Pluszeichen habt ihr ja auch alle hier. Ja. Wichtig ist, dass dieses Profilbild euch zu erkennen gibt. Wie die Isabel, habe ich gesehen, hat ihr Logo drin. Das ja, ist schlecht, weil das passt eigentlich gut zum Travel. Da muss man nicht immer, sag mal so, unbedingt einen Kopf haben oder jetzt selbstständig gebrandet sein. Und dann kann man ruhig ein Logo nehmen. Bei Beratungsagentur, wie bei dir, Reinhard, würde ich auf jeden Fall dich selber nehmen. Habe ich. Einfach den Menschen dich zu zeigen. Und beim Hermann auch. Das ist also so. Das ist sehr gut. Da habe ich mein Foto drin. Das Foto habt ihr schon mitbekommen, darf eben nicht größer als 110 mal 110 oder 180 mal 180 sein. Das habt ihr schon so ungefähr mitbekommen. Nee, weiß ich jetzt aber. Aber ihr habt es drin und das ist so gut. So, ja, jetzt müssen wir nochmal alle auf das Profil bearbeiten. Da gibt es noch Nachholbedarf beim Profilbearbeiten. Ja. Okay. Und zwar, ihr seht jetzt hier beim Benutzername. Ja. Benutzername ist der Name, den ihr seht auf eurem Profil. Und zwar oben steht dann immer der Name, wer das gepostet hat. Ja. Das heißt, das sollte schon so ähnlich sein wie euer Unternehmen auch, ne? So, jetzt habe ich eine Webseite, die nennt sich Mehrwertproduzent. Da sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht bei Webseiten. Und jetzt wollte ich den Benutzername machen, Mehrwertproduzent. Da hat man mir gesagt, Name ist nicht zu akzeptieren, neuen Namen suchen.
dann habe ich jetzt Mehrwert for You genommen. Oder soll ich einfach meinen Vornamen da reinlösen? Nö, das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich so in Ordnung. Mehrwert, das zeichnet aus, da weiß man genau, um was es geht. Und ja, das, ich würde es so lassen. Ich finde es gut. Also weicht zwar von der Webseitenbezeichnung ab, aber spielt ja auch keine Rolle, oder? Ich zeige euch mal, wo der eigentlich erscheint. Der Name, wo ihr postet, unterscheidet und erscheint hier oben. Ja. Hier oben erscheint dann zum Beispiel hier Stefanie Grote Webdesignbüro. Das heißt dann Mehrwert. Das steht nur, wer das gepostet hat. Ja. Gell? Bei mir steht Business Coach. Aber ich möchte das gerne mit der Webseite verbinden. Das sind wir noch nicht. Dass das die gleiche Bezeichnung ist. Hm. Mach mal gleich. Oder ich schreibe da rein. Du sollst nicht immer schon vorgreifen. So, jetzt haben wir erstmal, bei dir steht drinne, Isabel? Ja. Was steht bei dir bei Profil bearbeiten drinne? Da steht, was wir sind, so ein Reisebüro. Ja. Und, und dann die Webseite. Okay, also die. Und die Adresse auch. Nee, hier darf eigentlich nur der Benutzername rein. Es geht hier nur um das Stück Benutzername. Was meinst du? Unter dem Profilbild? Genau, da steht einmal der Name und dann kommt Benutzername. Ah. Genau. Okay. Da kommt noch keine Webseite rein. Ne? Nicht verwechseln. Da kommt nur der Benutzername rein. Das ist der einzige Link, wo steht Webseite, wo ein Link reinkommt. Ne? Da, wo jetzt bei mir steht Linktree Business Coach. Das ist der einzige Link, den ihr bei Instagram reinmachen könnt. Ne? Mhm. So. Wenn jetzt einer von euch mehrere Links hat, könnte ja möglich sein. Ne? Ja. Mhm. Dann ist es bei mir so, ich zeige euch das mal, dass man hier auf Linktree kommt. Ich drücke mal auf meinen Linktree. Und dann kommt er hier auf meine Linktree. Seht ihr hier? Auf meine Links, die ich für mein Profil habe. Aktuelle Links. Ja. Die könnt ihr euch erstellen in dem Tool Linktree. Das wechseln wir jetzt mal die Freigabe aufs andere Fenster. Moment. So sieht er aus. Wie viele Profile hast du beim Instagram? Ich bin jetzt gerade auf eine Gabi Lindemann. Und da steht Bloggerin für Frauen über 50. Das ist mein Privatprofil. Ah, und dann deine beruflich? Mein Business-Profil ist Business Coach. Ah, okay, dann schaue ich mal das an. Ja. So, seht ihr jetzt eine schwarze Seite? Ja. Ja, okay, dann sind wir richtig. Ja. Ihr meldet euch bei Linktree hier an. Das ist kostenlos, das Tool, link.tree. Das könnt ihr mal abends in der Musestunde machen. Link.tree. Ja, da meldet ihr euch an. Ja. Und dann zeige ich euch mal, wie ihr damit arbeitet, wenn ihr dort angemeldet seid. Und zwar könnt ihr in dem Linktree auch mehrere Accounts eingeben. Also könnt ihr euer Privatprofil und euer Instagram-Profil. Also es geht beides. Sollen wir das jetzt machen? Das werdet ihr jetzt, wenn ihr das jetzt schon schafft, könnt ihr das jetzt gerne schon machen. Wenn ihr das jetzt schafft mit einem Anmelden. Alles am Handy, ja? Alles am das könnt ihr auch am PC machen. Das geht auch am PC. Das ist ein Tool für PC. Geht mal auf die Webseite. Linktree. Ihr könnt ja bei Google am besten eingeben, Linktree, da findet ihr das am besten. Ja.
könnt ihr euch jetzt mal anmelden. Soll man das mit Instagram anmelden oder lieber mit Google? Nee, du musst das mit Instagram anmelden, weil das damit verknüpft ist. Ja. Sie haben nur eine Chance, auf Instagram zu verlinken. Lass es mehr tun. Wie heißt das denn? Sie haben nur eine Chance, auf Instagram zu verlinken. Lass es mehr tun. Ja, wenn das sagt er nur, damit du das kostenpflichtige Tool nimmst. Aber ich habe jetzt hier auch nur meinen kostenlosen Account. Melde dich kostenlos an. Linktree. Genau. Ja, wird's E-Mail-Adresse? Genau, versuch. Du hast das schon, Hermann, Linktree? Ich bin gerade auch auf der Seite. Mhm. Könnte das aber auch auf dem Handy machen, weil ich dann mit Instagram gleich mich anmelden kann. Ne? Einfacher. Ja, das ist jetzt die Frage. Möchtet ihr das jetzt schnell machen? Also es ist eigentlich im Prinzip, geht schnell, wenn ihr euch jetzt gleich damit anmelden wollt. Ja. Und dann ist es nämlich sehr schön, dann kann man direkt in dieses Linktree rein und kann hier nämlich seine Links, und das kann man ganz viele beliebige Links eintragen, und die kann man dann hier zeigen lassen. Ne? Dann hast du nicht nur einen Link, sondern kannst hier mehrere Links nehmen. Echter Name steht jetzt hier. Da muss ich meinen richtigen Namen einsetzen, ja? Ja. Und der Username ist dann einfach die Webseite, die wir verlinken wollen? Nee, dein Username, wenn da gefragt wird, dein Username von Instagram? Ja. Das ist dein richtiger, wie bei mir hier, business_coach_50+. Das ist dein Username. Ja, das ist der Name, der oben, den du dir gegeben hast, im Profil unter Benutzername. Wählen Sie einen Plan. Kostenlos, Profi. Also jetzt erstmal einen kostenlosen Account wählen und euer Name von Instagram, dass es gleich verknüpft wird. Wo tue ich den denn rein? Hier steht neuer Button, Link hinzufügen. Beginnen Sie mit Ihrem ersten Link. Bist du schon drinne jetzt, so wie ich jetzt hier auf dem Bild? Ich sehe dich jetzt gar nicht. Nee. Also ich bin aber hier mit meinem Handy jetzt zu sehen. Ja, ich bin in meinem Laptop. Und bin jetzt auf neuen Button, Link hinzufügen. Beginnen Sie mit Ihrem ersten Link. Also du bist schon drin. Du bist schon drin. Seid ihr auch jetzt alle schon in Linktree drin? Das mache ich also dann später noch. Ja. Dann machst du deins später. Ja. Dann machen wir jetzt einen Link mal hinzufügen. Hier steht hier oben, ihr seht meinen Bildschirm alle. Ja. Das sind meine Links. Wenn ich einen Link nicht mehr brauche, dann mache ich einfach den Schieberegler rüber. Okay? Oder dahin. Wichtig ist natürlich, wenn ihr nur einen Link habt, eine Webseite oder eine Fanpage, dann braucht ihr das natürlich nicht. Wenn ihr aber zum Beispiel eine Webseite habt, ihr habt eine Fanpage, ihr habt Angebote, ihr habt mal einen neuen Blogartikel und solche Dinge, dann braucht ihr das auf jeden Fall. Ne? Ja. Wenn ihr hier oben auf Add New Link geht, dann geht ihr hier oben auf Add New Link, hier oben, dann erscheint das, und dann könnt ihr hier den Titel eingeben, wo der kleine Bleistift ist, hier oben. Mein neuer Blogartikel zum Beispiel. Ja. Und aber hier unten kommt die URL rein. Auf die Seite muss ich aber erstmal kommen. Ach, da bist du noch nicht. Gut. Nein, ich habe jetzt hier nur, du kannst das nicht sehen, jetzt wo ich bin. Neuen Button, Link hinzufügen. Teil mal deinen Bildschirm, bitte. Und du machst jedes Mal einen Link für deine gewünschte Seite, die du dann zum Beispiel zeigen möchtest, zum Beispiel für Blog,
für den YouTube-Kanal und so weiter. Mache ich jedes Mal einen neuen Link. Genau. Aha, okay. Den hole ich mir dann und den trage ich dann hier unten ein. Ne? Das ist mein Link zu meinem Webinar zum Beispiel. Und angezeigt, was angezeigt wird, seht ihr dann hier rechts, ne? An meinem Handy. Ne? Was nämlich bei dir interessant ist, Isabel, du könntest ja da auch noch mehrere Links machen. Ja, Ausflüge, ja, genau. Ausflüge, ne? Wanderungen, ja. Zum Beispiel meine Bildergalerie, dass man vielleicht auch mal so andere Bilder sieht als die, die du postest, ne? Ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt, so stelle ich mir das vor, du vermietest jetzt ein Apartment, eine Ferienwohnung. Nein, kein Apartments. Also Ausflüge. Gut, na, du vermittelst jetzt Ausflüge. Dann kannst du ja mal so ein Paket hier reinstellen, Ausflugspaket. Zum Beispiel. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen geben. Ja. Das könnte man zum Beispiel mit einem Link machen und da musst du nicht unbedingt eine Webseite haben. Wenn du keine Webseite hast, kannst du dir auch auf deiner Facebook-Fanpage auf deiner Facebook-Fanpage auch eine Landingpage erstellen, dir dort zum Beispiel die Ausflugsziele oder dort richtig alles in eine Landingpage verpacken und hier den Link nur reinmachen. Also du musst nicht zwangsläufig eine Webseite haben, um Links hier reinzumachen. Ja, ich verstehe, danke. Ja. Und bei Hermann das Gleiche. Hermann könnte zum Beispiel die Fanpage, da hat er sein neues Angebot jetzt wahrscheinlich schon gelauncht. Und vielleicht auch nochmal nähere Informationen zum Angebot. Also hier diese Link soll eigentlich so das Neueste ausdrücken. Es soll das ausdrücken, was ihr aktuell habt. Wenn was nicht mehr gibt, dann macht ihr einfach den Schieberegler rum. Na? Das Linktree an sich ist bei ganz vielen auf Instagram vertreten. Vor allen Dingen, ihr habt es bestimmt schon gesehen, auch bei ganz vielen Großen, die benutzen das Linktree und verstecken da ihre ganzen, Links zu allen möglichen Angeboten. Man kann natürlich auch das anders verpacken mit den Angeboten, indem man seine Links in die Highlights macht. Das geht auch. Und wie das mit den Highlights aussieht, das zeige ich euch auch. Also das mit dem Linktree habt ihr alle verstanden? Ja. Okay. Was schreibe ich denn jetzt hier oben rein? Ich habe jetzt mal... ich muss mit dem Umschalten hier klarkommen. So, jetzt habe ich hier meinen Link. Treibe ich einfach oben auf den Button. Jetzt habe ich das Gleiche, wo da einmal oben drüber steht Titel und dann fängt es unten drunter an http://url. Beides mal mit dem Bleistift. Genau. Und jetzt hier oben in der http/url kommt der Link rein von deiner Fanpage zum Beispiel. Der oben, der Link im Webbrowser. Der Webbrowser-Link. Der kommt also meine Internetseite, oder wie? Wenn du keine Web, du hast ja zum Beispiel auch eine Webseite. Dann kommt der Link da rein. Na? Der Link kommt quasi da rein und oben kommt nur der Text rein, auf was du verlinken willst. Ja? Also mache ich jetzt hier HTTP-URL wegmachen, ja? HTTP, das musst du nicht wegmachen. Du kannst da rein, das geht von alleine dann weg. Du musst eigentlich da nichts weiter machen und du schreibst da auch nichts rein, du kopierst nur den Link da rein. Dann muss ich ja erstmal meine Webseite aufmachen. Genau, du machst oben die Webseite auf und kopierst alles da rein. Das da reinschreiben würde ich auf keinen Fall machen. Ne? Alles wird nur noch kopiert und eingefügt. Und oben mit dem anderen Bleistift, da kommt eben die Bezeichnung rein. Hier geht es zu meiner Webseite. Fertig. Hier geht es zu meinem aktuellen... Beim Titel? Beim Titel. Na genau, beim Titel zum Beispiel. Geht's? Zu meiner Website. So, dann müsste der Schieberegler auf grün geschaltet werden drüben. Auf grün? Ja, wenn der Link drin ist, drüben. Der ist bei mir,
ist bei mir gelb, oder? Genau, weil der Link noch nicht drin ist. Nee, ich habe jetzt meine Webseite da eingetragen. Okay. Jetzt ist er grün, ja. Ja, und jetzt schiebst du ihn rüber, ist er grün. Und jetzt müsstest du ihn rechts auf dem Handy sehen, zusammen mit deinem Kopf. Vom Handy? Das Handy? Nee. Mein Kopf sehe ich nicht, da ist noch kein Bild drin. Okay, dann ist noch kein Bild drin. Jetzt wechsle ich mal wieder auf mein Handy. Ihr seht es jetzt hier und wir müssten jetzt eigentlich hier die Webseite haben oder Linktree. Es ist euch überlassen, ob ihr das Linktree nehmt oder nicht. Ihr wisst, da könnt ihr mehrere Links unterbringen. Das könnt ihr auch selber gestalten, wie ihr wollt. Ihr müsst das aber nicht zwangsläufig machen. Jetzt als nächstes kommt unten der Steckbrief. Der Steckbrief ist das Allerwichtigste, weil für den Steckbrief habt ihr nur wenig Zeichen zur Verfügung. Das heißt, so wie ich, 1, 2, 3, 4, 5 und dann hört es schon auf. Wo ist der Steckbrief? Der kommt unter der Webseite jetzt. Beim Handy, unter der Webseite. Du siehst doch mein Handy jetzt auf dem Bildschirm. Ja. Und da ist hier der Steckbrief. Ach so, ich bin jetzt am Laptop, da sehe ich nichts. Nein, der Steckbrief. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Steckbrief ausfüllt. Das ist bei zum Beispiel bei Isabel, habe ich gesehen, ist da nicht viel drin im Steckbrief. Stimmt, das stimmt. Wo können wir einfach mehr schreiben? Ja, pass auf, ihr könnt mehr schreiben. Wichtig ist, dass ihr hier eins versteht. Zum Beispiel solche kleinen Emotions oder solche Blümchen oder Smileys, das würde ich folgendermaßen machen. Das würde ich in einem externen, ich würde es zum Beispiel in einer Word-Datei oder in Evernote, würde ich es mir vorschreiben. Mhm. 5 Zeilen vorschreiben, die Emotions schon reinmachen, die kopieren und dort einsetzen. Weil ihr kriegt es sonst nicht untereinander geschrieben. Das muss man extern machen. Hermann, hast du verstanden? Das habe ich verstanden, aber ich habe keinen Linktree. Nee, das ist auch nicht so schlimm, wenn du das nicht hast oder nicht benutzen möchtest. Nein, ich habe es ja angelegt, aber ich habe es ja nicht drin. Ich kriege hier bei Profilanzeigen, kriege ich zum Schluss gesagt, ähnliche Kontovorschläge. Schließe dein Konto ein, wenn Personen ähnliche Konten zum Folgen empfohlen werden. Da ist ein Häkchen oder nicht kein Häkchen. Und daneben steht dann absenden oder mein Konto vorläufig deaktivieren. Machst du mal dein Bildschirm teilen, dann sehe ich das mal. Ich bin ja hier mit dem Handy da. Ach so, zeig mal, warte mal. Ja, warte. Bist du auf dein Profil? Profil bearbeiten, okay. Auf Profil bearbeiten, ja. Und da hast du bei der Webseite was eingetragen? Da habe ich noch gar nichts eingetragen. Ich habe ja keine Webseite im Moment. Okay. Also es ist doch auch wirklich Quatsch, wenn du jetzt überhaupt das Linktree verwendest, weil du hast ja noch keine Webseite. Was aber bei dir geht, du könntest zum Beispiel hier bei Webseite kannst du ja einen Link eintragen. Da könntest du den Link zu deiner Fanpage zum Beispiel eintragen. Okay, das wäre was, ja. Du lässt es komplett weg, das Linktree, weil du hast da nichts weiter. Ne? Okay. Und da machst du einfach nur die Fanpage-Link rein. Alles klar. Aber Steckbrief hast du jetzt, ja? Steckbrief? Nee, den habe ich noch nicht, aber muss ich noch machen. Genau, da kommt jetzt rein. Was bietet ihr an? So. Da müsst ihr jetzt rein, für was ihr zum Beispiel. Reinhard, du bist ja eigentlich so ein Berater und da müsstest du jetzt mal so 5, 6 knackige Sachen eintragen, für was du stehst. Damit sich jeder darunter vorstellen kann, was macht denn Reinhard hier auf den oder was bietet er an? Aber die soll ich jetzt nicht da eintragen, die soll ich mir erst vorschreiben auf eine Word-Datei oder wie? Ja, weil die müssen untereinander kommen. Das Problem ist, dass wir das nicht so hinkriegen, weil wir es nur hintereinander wegschreiben können beim Instagram und wir kriegen nichts untereinander, nur mit Kopieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es hinkriegen und wie wir vielleicht Smileys bekommen. Also schreibe ich jetzt dann zum Beispiel so Headlines von meiner Webseite am besten. Automatisierte Kundengewinnung. Genau. Eigene mobile. Ja, super. Alles. Automatisierte Kundengewinnung. Erstens. Ein Tag runter. Machst du auch ein schönes Smiley davor und dann das nächste. Dasselbe Isabel. Ja.
Das Gleiche auch. Dein Steckbrief muss aussagekräftiger sein. Was? Ja. Ich habe das vermisst bei dir auf dem Profil. Für was machst du? Dass du jetzt diese Touren anbietest, das hast du mir jetzt gesagt, das muss dahin. Ich verstehe. Ja, das mache ich. Das muss dahin. Ja, ich biete Touren an auf Madeira. Das ist doch... Dann weiß doch jeder, aha, kann ich mal nach Touren gucken, wenn ich dort bin. Ist doch super. Ja. Also so 4, 5 aussagekräftige Sachen. Und dasselbe beim Hermann auch, Hermann. Das habe ich jetzt schon aufgeschrieben. Du bist ja für dein Produkt der absolute Fachmann. Und da muss auch der Name, wenn du das darfst, müsste eigentlich der Name auch rein. Von dem Produkt. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Genau. Denn ich habe zum Beispiel eine Freundin, die macht Ringana. Und die hat auch da oben drin eine Ringana stehen. Und das ist überhaupt kein Problem. Nein. Ich habe jetzt geschrieben, mehr Honorar für Therapeuten. Ich zeige es dir, wie es geht. Mehr Honorar für Therapeuten. Ich zeige es dir, wie es geht. Das finde ich blöd, ehrlich gesagt. Mehr Honorar für Therapeuten. Das ist schon mal gut. Da muss noch was Aussagekräftigeres hin. Und zwar, du bietest ja den Therapeuten an, also, dass sie mehr Kunden bekommen oder mehr... Nee, dass sie mehr Honorar bekommen, indem sie die Produkte empfehlen. Genau, und da muss dann noch... Also bekommen die ja Honorar. Ja, und da müsste vielleicht noch rein, Hermann, der Name des Produktes, wenn das geht. Okay, ja. Dass du das noch mit reinschreibst. Weil bei... Facebook ist es ja so, da wird ja immer empfohlen, nichts auf der Seite zu schreiben oder in deinem Profil zu schreiben, was du überhaupt machst. Nee, das ist geheimnisvoll zu machen. Das ist aber hier nicht so, weil du hast ein Business-Profil und machst ja Business mit Instagram. Also kann da auch rein, was du machst und was du tust. Na? Okay. Und wenn das nicht gefällt, dann folgt dir nicht. Aber da hast du dann die Leute, die dir wirklich echt folgen wollen, das sind echte Follower und nicht irgendwelche Fingierten, die halt nur aus Spaß an der Freude jemand folgen und entfolgen. Das ist lieber, du baust diesen, sag ich mal, das langsam auf, aber mit den echten Followern, mit Leuten, als wenn du Haufen Bots dir einheimst, die dich zwar nehmen, aber dich dann im letzten Endes wieder entfolgen. Das brauchen wir nicht. Und deswegen müssen wir da wirklich präsent sein und eintragen, für was wir stehen. Ich habe hier genau hingeschrieben, digitale Transformation, Expertin für Online-Präsenz, Blogaufbau und sowas müsst ihr dann auch für was ihr steht. Was ist euer Mindset? Für was steht ihr? Was bietet ihr an? Welches Problem löst ihr? Ja, was, wie man das so schön sagt. Das kann man sicherlich auch nicht, sagen wir mal, in 5 kleinen Wörtern schreiben, aber so, ja, denke ich mal, kann man machen. Guckt euch mal Profile an, die eurem Business entsprechen, also die so ähnlich sind in eurem Business und guckt da mal, was die schreiben und da könnt ihr das so ein bisschen angleichen. Mhm. Ja? Ja. So, beim Profil bearbeiten waren wir noch nicht ganz fertig. Die privaten Informationen, ihr habt es gesehen, da steht dann der E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Das bleibt auch so. Und unten steht dann eure Adresse, das ist wegen der Rechtssicherheit. Na? Und auch bei Instagram gibt es natürlich auch eine DSGVO. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen müssen alle Daten beim Profil auch stimmen. Ihr könnt dort nicht irgendwelche Fake-Sachen eintragen. Da kann es dann wirklich zu Problemen führen. Ne? Wenn ihr einen Business-Account habt, müsst ihr da wahrheitsgemäß arbeiten und wirklich alles so eintragen. Ansonsten lasst es privat und nehmt irgendwelche fingierten Beschreibungen. Aber wenn ihr Business macht, dann müsst ihr das alles wirklich so machen, dass es auch stimmt. Mhm. Ich habe eine Frage, Gabi. Jetzt bei deinem Steckbrief, wenn ich also jetzt auf deine Instagram schaue, der Steckbrief beginnt, wo es hier steht, Online Business Coach, Biz, Technik und Tools für dein Business. Ja. Ist das alles dein Steckbrief?
Das ist mein Steckbrief, ja. Also mit allen diesen Emoticons, mit all diesen Smiles und so weiter. Okay, gut. Das ist mein Steckbrief, damit die Leute wissen, aha, wenn sie hier sind, für was ist die? Ach ja, die macht das, das und dies. Mhm. Aber ich habe hier unten, ihr seht es in meinen Highlights, da seht ihr einmal Quick-Tipps, Empfehlungen, Events und Coachings. Ja. Ja. Da habe ich natürlich nochmal so Sachen eingefügt, damit man mich noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Genau, das sind die Stories, oder? Das sind die Stories, genau. Ihr könnt diese Highlights auch machen, aber da müsst ihr auf jeden Fall mal eine Story machen. Mhm. Wenn ihr wollt, können wir das auch gerne mal zusammen machen, so eine Story. Aber das müsst ihr dann entscheiden. Und zwar ist es so, wenn ihr solche Highlights macht, dann ist es immer ganz wichtig, dass ihr auch dort ein Branding macht. Das heißt, ihr macht die nicht so kunterbunt durcheinander, sondern ihr entwickelt hier auch ein Logo, ein einheitliches Logo. Wie ihr das jetzt gemacht habt mit eurem Kopf, so macht ihr das auch mit euren Highlights. Und die Highlights, die ihr erstellt, werden dann immer in diese Logos einsortiert. Na? Wenn ihr zum Beispiel ein Highlight, eine Story macht, ich kann jetzt mal irgendwas machen, mal gucken, was ich hier so finde. So, dann haben wir hier zum Beispiel hier unten, da seht ihr jetzt meinen Kopf, gell? Mhm. Und daneben das Facebook-Zeichen. Wie bin ich jetzt dahin gekommen? Ich mache es nochmal langsam zu. Und zwar bin ich dahin gekommen, indem ich meinen öffne und gehe auf meinen Kopf, und zwar in den Feeds-Einstellungen. Gell? Und hier unten, wo das Bildchen ist, da hole ich mir ein Bild rein. Mitbekommen? Nicht? Gut, okay, ich mache es nochmal. Ja. Zumachen, nochmal neu machen. So, das bis dahin jeder mitbekommen. So, oben mein Kopf, wo das Pluszeichen ist. Ja. Ja? Ihr müsst aber gucken, dass ihr das dort macht und nicht, wenn ihr hier seid, könnt ihr das auch machen. Aber manchmal öffnet sich da auch euer Profilbild. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr das nicht verstellt. Nee, ich also bin jetzt hier noch im Steckbrief. Ich muss da mal raus aus dem Steckbrief. Den muss ich ja später einfügen, ja? Ja, hier oben steht deine Story. Seht ihr das mit dem Pluszeichen? Deine Story. Da gehe ich drauf. Auf meinen eigenen Kopf. Habt ihr das gesehen? Ja. Nochmal zurück. Hier oben auf den Kopf, auf Gabi. Ganz außen links. Ja, dann, wie komme ich denn da wieder hin? Auf dieses Foto, auf diese Seite. Indem du auf dein Häuschen klickst, ganz außen links. Da ist kein Häuschen. Doch. Ganz außen links ist ein X, da steht Profil bearbeiten. Ja gut, bei mir ist es, ich habe ja ein iPhone, da ist es anders, gell Hermann? Wir haben das außen, das Häuschen. Nein, ich habe auch Android. Guck mal hier, das Häuschen, ganz außen links, was bei mir hier ist. Ja, das ist bei mir schwarz. Was für ein Häuschen? Und ich habe kein Plus bei meinem Profilbild. Ja, ganz unten am Rand. Da ist kein Häuschen, sehe ich nichts. Da ist wegen der Aufzeichnung, da ist der Balken der Aufzeichnung, der ist da im Weg. Warte mal, dann gucke ich nochmal hoch. Von dem Zoom, der Balken, der stört. Da ist warte, so. Ich gucke nochmal so. Ist besser? Nee. Mach ich hier die Balken weg, so? Ja, jetzt sehe ich dein Profil und links sehe ich ein Häuschen. Also was habe ich ja nicht. Ja, und das ist meins. Und wenn ich da draufklicke, bin ich hier auf den Newsfeed. Da muss ich nochmal hier ganz raus. Ihr müsst mal gucken. Ich muss zurückkommen. Weil ihr habt ja alle ein Android-Handy. Bei mir ist das so. Und wenn ich auf meinen Kopf klicke, bin ich hier. Und wenn ich auf ein Häuschen klicke, bin ich da. So, jetzt bin ich. Ich habe einmal auf den blauen Haken oben geklickt. Jetzt komme ich zurück in mein Ausgangsprofil. Jetzt habe ich auch links das Häuschen. Das ist bei mir nur nicht schwarz wie bei dir, sondern das ist bei mir weiß. Ja, Hermann, hast du das auch? Und du auch, Isabel?
Ja, das ist mein Holz ist schwarz. Ich habe kein Plus bei meinem Bild. Und wenn ich auf meinem Bild, da steht ja deine Story drunter. Hm. Wenn ich auf meine Story, dann kommt mein letztes Bild, das läuft durch und dann bin ich wieder zurück. Dann springe ich wieder zurück. Ja, dann bist du nicht richtig. Und zwar musst du hier sein in den Feeds-Einstellungen, Hermann, in den neuen Feeds-Einstellungen. Hier oben. Ja. Das hier. Ihr müsst hier oben Instagram haben und hier den Feed. Ja. Da, wo die Leute alle was schreiben. Und da ist dann, steht dann unten drunter Story. Und da musst du drauf. Und da kannst du hier jetzt ein Bild einfügen. So, ich habe jetzt erstmal das. Wo bin ich denn hier? Ich füge jetzt mal ein Bild ein, muss erstmal was suchen. Ja, aber ich kann ja unendlich durch scrollen. Wie durchscrollen? Wenn ich bin doch im Feed. Ich kann nie durchscrollen. Ja, du sollst aber oben auf deinen Kopf gehen, weil wir wollen ja mal eine Story machen und will ich euch zeigen, wie ihr das in die Highlights bekommt. Ja, beim Story läuft mein letztes Bild durch. Und dann springst wieder zurück. Und wenn du draufklickst, klick mal bitte drauf. Ja, habe ich ja. Vielleicht, weil es kein Business-Profil ist. Aber du hast ja gesagt, du hast ein Business-Profil. Nee, du müsstest. Ich muss mal gerade noch mal gucken. Ja. Hast du jetzt auf das Pluszeichen oben gedrückt? Ich habe ja kein Pluszeichen. Zeig noch mal dein Handy und die Feed-Einstellung. Warte, ich bin jetzt eben. Ah, stimmt. Du hast keins, ja, weil du noch nicht. Das kann möglich sein, weil ihr noch keine Story erstellt habt, dass ihr vielleicht deswegen den Button noch nicht habt. Warte, wir gehen nochmal zurück. Mach nochmal zu. Das kann natürlich die Ursache sein. Na, mach dich mal zu. Jetzt. So. Das seht ihr praktisch hier oben nicht so wie ich. Der Hermann hat hier oben diese Felder gar nicht. Gell? Wie komme ich denn auf diese Seite zurück? Normalerweise aufs Häuschen. Also wenn aber was soll ich euch dazu sagen? Also vorher hatte ich den Fernseher rechts auch und diesen Pfeil zum Verschicken der Nachrichten hatte ich vorher auch. Das ist alles weg. Jetzt gehe ich mal auf mein weißes Häuschen. Da steht Willkommen bei Instagram. Folge anderen, um ihre Fotos und Videos zu sehen. Da will ich ja jetzt nicht. Dreh mal rum, deinen Bildschirm bitte. Was mache ich? Dreh das mal zu mir. Ah ja, du bist jetzt quasi da. Ja. Mal ein bisschen höher. Ja. Okay. Das Häuschen ist aber bei dir da, das Schwarze. Ja, ja, das Häuschen ist jetzt auch schwarz. Und weißt du, warum ihr bei euch das noch nicht so aussieht wie bei mir? Das kann ich euch sagen. Du hast natürlich jetzt noch gar nicht gepostet. Du hast noch nichts drin. Nee. Das ist das Problem. Er sieht ja noch nichts. Er hat weder Follower, noch hat er jemanden irgendwas. Das Einzige, was ich jetzt mal machen kann, ist mal ihm folgen. Wir folgen jetzt alle mal Reinhard. Hermann, folg mal bitte Reinhard. Dann gucken wir bei dir auch gleich nochmal. Reinhard mit A. Genau. Ich folge dir jetzt. Gut. Ja. So, prima. Jetzt bin ich dir gefolgt. Siehst du auch meine Beiträge. Jetzt machen wir bei dir mal Folgendes, damit du mal was drin stehen hast. Unten das Pluszeichen in der Mitte, da drückst du bitte mal drauf. Ja. Okay. Und such dir mal ein Bild aus der Bibliothek aus. Eins, was du posten könntest. Zum Beispiel. Ein Bild. Aus der ganzen Bibliothek, was du hier so hast. Ich habe ja nicht viele Bilder, außer den beruflichen mit Immobilien oder so. Kannst du von dir eins privat oder so jetzt mal, wo du sagst, das siehst du gut aus, schicken? Ja. Oder alles Gute zum Muttertag, hast du sowas zum Beispiel hier wie die Roswitha? Warte mal. Da müsste ich eigentlich was haben, das habe ich.
Wichtig ist, dass ihr ca. 3 Bilder am Tag postet, frühs, Mittag und abends. Echt? Ja, an der Anfangszeit. Das wäre supi. Frühs, Mittag, Abend, Hermann, egal was, wenn du Nüsse isst oder wenn du Hunger. mit deinem Hund gerade Gassi gehst oder so, ja, mal was posten. Ich habe jetzt hier so ein, aber das habe ich noch nicht gekauft, das Bild, das ist noch, nee, das muss ich noch alles freikaufen, die Bilder, die kann ich jetzt nicht einfach posten hier. Ihr könnt auch kleine Videos machen, die dürfen nicht länger als zwei Minuten sein, da könnt ihr auch kleine Videos machen. Am besten 20 Sekunden Videos. Die könnt ihr dann normal im Feed hochladen. Die Story-Videos, die können 2 Minuten sein. Die Feed-Videos 20 Sekunden. Ne? Also hier unten, wo ihr mein Pluszeichen hier seht, da könnt ihr auch kleine Videos hochladen. Zum Beispiel. Ne? Also 20 Sekunden oder 2 Minuten. Wenn ihr längere Videos macht, geht das nur mit diesem IGTV. Und zwar ist das ein extra Tool. Das nennt sich IGTV und da kann man dann längere Videos damit machen. Na? Hm. So. Nein, habe ich nichts. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber deswegen sieht das bei dir eben halt jetzt so leer aus und du hast nichts drin, weil du ja noch nichts gepostet hast. Du müsstest, also du würdest unten, wo das Pluszeichen jetzt ist, ja, posten. Dann macht sich meine Galerie auf. Da habe ich ja nur berufliche Fotos drin. Gut, okay. Ist auch nicht schlimm. Wohnung, wir können, weiß ich was. Wir haben ja zu den Tools, die ich euch auch in der Toolbox noch zur Verfügung gestellt habe, zum Beispiel Canva. Das zeige ich euch kurz. Ja. Das kennt ihr ja bestimmt alle. Ja. Und wir haben, so ich wechsle mal schnell auf meinen anderen. Und hier könnt ihr euch alle Fotos, alles, was ihr ja für eure Social Media braucht, könnt ihr euch hier in dem Tool erstellen. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Ihr könnt zum Beispiel hier Instagram-Beitrag, seht ihr das hier? 1080 mal 1080. Könnt ihr aufklicken, nehmt Bilder das aus, klickt das auf und dann könnt ihr hier, da wo gratis steht, immer das auch nehmen. Ne? Dann könnt ihr die Schrift verändern und. Ne? Dann ladet ihr das euch runter und dann könnt ihr das wieder hochladen. Das Canva gibt es auch für Handy. Also das könnt ihr auch für Handy nehmen. Es gibt auch in der mobilen Version. Mhm. Also eine kleine Randbemerkung. Ich habe jetzt mal mein Handy neu gestartet. Ja. Und siehe da. Alles, ach, du hast wieder, das jetzt. Alles wieder da. Prima. Alles wieder da. Ja, Mann, das ist sehr schön. Kannst du mal oben auf das Pluszeichen gehen? Ja, das Pluszeichen habe ich nicht, aber diese Pfeil und diesen Fernseher, den habe ich. Gut. Aber ich klicke jetzt trotzdem, da kommt wieder mein Bild. Okay. Also, weil du hast wirklich noch nichts. Ihr müsstet erstmal ein paar Posts erstellen. Und das macht ihr in Canva oder Post in... Das habe ich schon. Hast ich habe schon mehrere Posts. Aber normalerweise muss es dann so gehen, dass du hier auf das Pluszeichen drückst. Hermann, wo drückst du auf dein Pluszeichen? Ja, ich habe ja keins. Und auch nicht, wenn du in den Feed-Einstellungen bist. Ich bin jetzt im Feed. Hm. Und da ist da dein Kopf und da ist kein, steht nicht da Story. Steht nicht doch, da. Deine Story steht da. Klicke ich drauf, kommt das letzte. Zeig mal. Unser Bienenhotel ist fertig. Und was steht drunter? Warte. Von einem gesehen. Und Facebook und Highlight und mehr. Mach mal Highlight, bitte. Tritt mal auf Highlight. Zu den Highlights hinzufügen. Mach das mal bitte. Neu. Und jetzt gibst du dem Highlight mal einen Namen. Ja. Mach das mal bitte. Und gehst auf Bestätigen und weiter.
Und dann müsstest da kann du. Da kann ich gar nicht so viel schreiben, ne? Nur, nur ein Wort. Ganz wenig, okay. Ja, ja. Schreibt es einfach nur, damit ich euch zeige, was ihr da macht eigentlich. Damit ihr das mal wisst, was ihr überhaupt macht. Das ist ja das Problem. Genau. Hast du jetzt geschrieben? Ja, ja. Jetzt gehst du mal wieder auf dein Profil, also so wie mir, wie das jetzt hier aussieht. Gabi Lindemann, und das geht mal auf dich drauf. Ja, da habe ich jetzt ein neues Highlight. Genau, und das ist das. Und das zeigst du mal bitte in die Runde. Genau, und jetzt ist das Highlight unten da. Seht ihr das? Das ist ganz wichtig. Hier dieses Highlight, was ihr eben erstellt hat, habt. Und das erstellt man mit der Story-Funktion. Na? Und jetzt müsste es eigentlich auch wieder funktionieren, dass du eine Story hinzufügen kannst, weil die hast du jetzt ins Highlight verschoben, also müsste es normalerweise wieder gehen. Was jetzt bei dir nicht geht, Hermann, warum du jetzt die Story, wann hast du die gepostet? Eben, zwischendurch mal. Genau, und darum geht die nicht. Dann tipp die mal auf, nochmal die Story, jetzt weiß ich auch, warum das nicht geht. Mach nochmal bitte, Story aufmachen. Warte. Und wenn du die Story jetzt gerade siehst, dann siehst du oben rechts auch deinen Kopf und ein Pluszeichen. Ja, ja, mein Kopf. Da gehst du mal drauf. Ja, dann komme ich wieder auf diese Sache. Genau, und da könntest du theoretisch wieder eine neue Story einfügen. Ja, richtig. Also wenn ich in dem Profilfoto auf dieses Pluszeichen drücke, ja. dann schaltet sich meine Kamera ein und zeigt mich am Ende. Ja, das stimmt. Dann könntest du quasi auch ein Video aufnehmen, weil du noch keine Bilder ausgewählt hast. Und dann müsstest du eigentlich unten auch umstellen können auf Video oder Foto. Augenblick. Ganz genau, so wie ich das eben gemacht habe. Ich habe ja auch. Musik, live, normal, Bumerang, Super Zoom. Ne. Das steht unten. Ne. Aber links, guck mal hier. Jetzt sehe ich. Ihr seht ja jetzt meins hier. Und da ist mein Bild. Seht ihr das? Ich habe ja ein iPhone. Über dem Text ist hier mein Bild. Ach so, warte, ich bin jetzt woanders. Moment, ich muss nochmal an einem Bildschirm freigeben. Ich muss noch mein Handy freigeben. Da. So. Und zwar unten, ganz unten links. Ja. Hier ist meine Bilderbibliothek. Und da muss auch irgendwo deine Bibliothek sein. Nee, das habe ich gar nicht hier. Doch, das hast du. Du hast Wenn ich auf das Pluszeichen drücke, dann kommt dieses Bild hier. Das kann ich dir mal zeigen. Mhm. Warte mal, wo geht das? Ja. Nee, nochmal. Auf das Pluszeichen drücken, oben im Kopf, und jetzt kommt das hier. Na, schon wieder. Kommt da das Profilbild auswählen? So kommt das hier. Das habe ich jetzt hier. Und was steht da oben? Ach, da steht. Ah ja. Da kommen jetzt jede Menge. Weil Bilder, das, ja, da darfst du eben nicht hin. Du musst, das ist eben schwierig. Warte, ich gehe nochmal zurück. Ich zeige es euch nochmal. Du musst hier in den Feed rein. So muss es aussehen. Und da kannst du dann hier oben links die Story einfügen. Da steht bei mir jetzt Willkommen bei Instagram. Ja, du hast ja noch nichts. Das ist ja das Problem. Du hast noch kein Feed, du hast noch niemanden, der dir folgt. Da stehen 11 Abos stehen da drin. Irgendwo. Ja, aber diejenigen haben jetzt gerade nicht gepostet. Ja. Du hast aber unten, ganz unten, am Rand des Handys, in der Mitte ein Pluszeichen. Und das musst du dann nutzen. Und zwar, wir waren ja gerade dabei und wollte ich euch zeigen, ihr müsst jetzt erstmal für euch Content erstellen, Bilder erstellen. Ganz, ganz wichtig. Und das könnt ihr im Crello machen oder im Canva. Wer kennt Canva noch nicht? Ich kenne das zwar vom Namen, aber ich muss mich da erstmal zurechtfinden. Da, also schreibst dir auf, da musst du dich auf jeden Fall anmelden. Das gibt es auch als App dann fürs Handy. Genau, das gibt es als App. Das wusste ich noch nicht. Ja, und das ist super, weil die App ist auch ganz toll. Sieht dann so aus, ihr seht es jetzt alle. Und hier könnt ihr auswählen, Instagram-Beitrag. Und hier müsst ihr dann
euren Bilder immer für eine Woche im Voraus machen, Isabel. Eine Woche im Voraus die Bilder hier rein. Das ist ja stundenlange Arbeit, ne? Eigentlich nicht. Du kannst ja hier auch mal nur einen Spruch posten. Also ihr sucht euch schöne Sprüche zum Beispiel und nur einen Spruch. Man muss sich so ein bisschen so eine Content-Strategie sagen wir mal erfinden. Wie zum Beispiel Isabel, die macht ja nun diese, bietet ja nun auf Madeira diese Touren an. Die können zum Beispiel eine Strategie entwickeln, dass die in der einen Woche nur diese Tour anbietet, in der zweiten Woche nur diese Tour und dann immer so kleine Sachen postet, um die Leute neugierig zu machen oder irgendwas Interessantes. Auch mal so ein kleines, kurzes Video oder so. Da hast du doch bestimmt Möglichkeiten, Isabel, auch da mal Videos zu drehen oder mal kleine Gigs oder so. Isabel, du hörst nicht. Hast du leise gestellt? Ah. Ja, okay. Also, hast du mitbekommen, ja? Dass du mal so kleine Gigs machst, dass du einfach mal so, ich stelle mir das richtig toll vor, gerade wenn man sowas halt zu tun anbietet, da kann man mal eine Woche so und eine Woche so posten. Das ist bestimmt super. Ja, und Hermann, du kannst immer von deinen Erfolgen berichten. Du kannst 3-4 Fotos am Tag reinmachen mit deinen Erfolgen, weil du hast ja ein tolles Produkt, was du anbietest, ne? Und da kann man ja auch, da erreicht man ja auch so viel mit dem Produkt. Was haben die Leute davon? Einfach das mal posten. Also, so sieht meine Seite jetzt aus hier. Die, ja. So, und jetzt habe ich ein Pluszeichen da. Und dann noch ein weiteres unten. Das untere ist für die Bilder da, die du dann hochladen musst, ne? Ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kriege ich die ganzen Bilder mit Kundenfotos. Ja, das sind die, die auf deinem Handy drauf sind. Ja, ja, logisch. Genau. Da kann ich nichts von posten. Nein, ist klar. Du musst natürlich dann diese Bilder, die du hier bei Canva erstellst, musst du dir eine Methode entwickeln, wie du die auf dein Handy bekommst. Ja. Da gibt es mehrere Wege. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also ich verwende meine Google Cloud dafür. Das heißt, ich zeige euch das. Ich habe alle Fotos, die ich jetzt hier mache, lade ich in meine Cloud hoch. Und das ist die sogenannte Fotocloud. Wo ist sie? Hier. Das kleine Blümchen. Moment, ihr seht mein Handy nicht, ich muss wieder wechseln. Die Blume, Google Fotos. Seht ihr die hier? Nein, wo? Ja, Google Fotos. Habe ich auch. Fotos, ja. Wo steht das genau? Das sehe ich nicht. Ja, eins. Ich habe so viel. Wenn du von unten guckst, die dritte Reihe. Die dritte Reihe? Ah, die Google-Fotos. Ja. Ah, okay, gut. Ja, ja. Das also ich habe nur, bei mir habe ich nur stehen Fotos, nicht Google-Fotos. Dann hast du die Google-App nicht runtergeladen. Das kann sein. Ja. Die holst du dir aus dem Play Store. Google-App. App, ja. Und die heißt einfach Google-App. Ja. Mal gucken. Google-App. Und das zeige ich euch mal. Also das habt ihr jetzt verstanden. Canva, Grello, könnt ihr euch Bilder erstellen. Und Grello? Ich zeige euch mal schnell, was ich mit dem Google meine. Wo ist Grello? Grello zeige ich dir auch. Okay. Warte, jetzt sind wir wieder auf dem Handy. Ich muss wieder rüber wechseln von einem zum anderen. Beigabe. Moment. Grello. Und dann zeige ich euch noch, wie ihr das macht. So, Grello ist Grello. Und das gibt es aber nicht als mobile App, sondern nur auf dem PC. Grello heißt es doch. Gut. Wie schreibst du das? Wo hast du das jetzt? Ja, ich habe es falsch geschrieben. Wo steht das? Grello.de. C-R-E-L-L. Quelle. Ich bin heute auch schon blöd. Grello. Ja, Grello. Grello.de? Ja.
Okay. So, jetzt habe ich Google Fotos öffnen. Ja, was da muss man erst einrichten, das dauert. So, wir haben jetzt hier, da sind die ganzen Fotos wieder drin. Na, ist das schön. Das zeige ich dir gleich. So, Grello. Jetzt haben wir hier Grello. Seht ihr das? Und bei Grello ist das genauso. Da könnt Grello, ihr komm, genauso also. Auch Instagram-Beiträge hier auswählen. Ihr habt hier alle Formate. Und da könnt ihr Instagram hier Beitrag auswählen. Das Schöne bei Grello ist, wir können auch animierte Beiträge machen bei denen hier. Für Instagram. Wenn ihr hier drauf geht, habt ihr so ein paar animierte Beiträge, die ihr hier gratis nehmen könnt. Und wenn ihr manchmal so seht, wie das flattert und so, ne, könnt ihr das hier euch schön auswählen. Ja, das sind doch alles Bilder, die lizenzpflichtig sind, oder nicht? Nein, die kannst du alle nehmen. Okay. Zum Muttertag zum Beispiel gab es heute einen. Da seht ihr immer, was das Bild hier so macht, wenn er mit der Maus hier drüber wägt. Siehst du, seht ihr es? Wo? Wo ist deine Maus? Hier? Ja. Links, ja, links, ah, da ist eine Maus, ihr jetzt, ja. Oder habe ich wieder auf dem Bild, ich auf dem falschen Bildschirm? Nee, ne? Ja, dann könnt ihr hier euch ein paar animierte Videos machen. Und hier könnt ihr auch, wenn ihr das wollt, die, bei der Größe ändern, die gleich für mehrere Social Media machen. Ne? Da könnt ihr zum Beispiel für Facebook und für Instagram gleich hier die Formate ändern beim Abspeichern. Ne? Oh. Also Grello ist auch nicht schlecht. Ich nutze zwar jetzt mehr Canva, aber weil das in die mobile Version geht, aber mit Grello ist es auch nicht so schlecht. Mhm. So, jetzt zeige ich euch noch, warum und weshalb ihr Google so verwenden könnt. Wenn ihr, wechsle ich nochmal auf einen anderen Bildschirm. Wenn ihr mit Google arbeitet, dann habt ihr ja unzählige Tools bei Google, die ihr verwenden könnt. Ja. Und das ist eben das Schöne. Wo bin ich jetzt hier? Moment. Ja. Und das Schöne ist bei Google, ihr seht hier meinen Kopf hier oben, rechts. Ja, ja. Genau. Das ist jetzt mein Google. Ne? Und hier die kleinen Pünktchen, da ist zum Beispiel hier dieses Google Foto. Das Google Foto habe ich ja auch verwendet auf dem Handy. Gell? Und alle Bilder, die ich auf dem Handy dort hineinschiebe, habe ich natürlich auch hier in meiner Desktop-Version gleichzeitig. Die synchronisieren sich dann quasi. Genau. Ihr seht, wenn ich jetzt hier meine Bilder aufrufe, habe ich dann gleich meine tausende Bilder, die ich jetzt auch auf dem Handy habe, auch hier drin. Aha. Und das ist das Schöne dran. Ne? Da hast du, Rainer, dann hast du nicht nur deine Fotos von deinen Kunden, sondern du hast alle Fotos, auch deine Fotos, die du mit der Kamera machst, die du zum Beispiel bei Canva erstellst, die kannst du auch hier hochladen, auf dein Google Foto, ne? Die kannst du ja hier auch hochladen, wenn du bei hier unter Hochladen gehst, kannst du die, die du gleich erstellt hast, für die eine Woche, kannst du hier auf Google Fotos hochladen und kannst die dann gezielt posten. Ja. Gabi, muss man beim Handy etwas machen, damit dann die Bilder automatisch bei Desktop erscheinen oder wie läuft das? Die erscheinen automatisch, wenn du die in die Google Cloud verschiebst. Weil ich habe dann die Fotos auf dem Handy beim Google Drive schon, aber wenn ich also auf meinem Desktop, da sind sie aber nicht, aber die Account ist die gleiche. Ja, aber Google Drive und Google Foto ist was anderes. Ah, und wir reden von Google Fotos. Wir sind hier auf Google Fotos. Und Drive habe ich meine Dokumente. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Das heißt Dokumente und Fotos. Wenn ich jetzt hier meinen Ordner aufmache, zeige ich euch auch, habe ich hier meine Dokumente, zum Beispiel die Dokumente, die ich für euch freigegeben habe, zum Beispiel. Die habe ich hier hochgeladen. Ne? Das sind jetzt hier meine ganzen freigegebenen Dokumente und die mache ich immer in Google Drive rein. Ne? Und die Fotos, die kommen in die Google Foto Cloud. Das spart euch unheimlich viel Zeit. Zum Beispiel hier meine Tools Schatzkiste, die habe ich heute für euch erstellt. Die habe ich hier hochgeladen in Google Drive. Ne? Zeige ich euch.
und habe die nur mit dem Link freigegeben für euch. Ne? Das ist die Google-Schatzkiste. Und dann habe ich hier einfach bei den drei Pünktchen, habe ich da angeklickt und habe euch hier bei Freigeben den Link gegeben. Ne? Also kann ich hier in Google Drive meine ganzen Dokumente hochladen und in Fotos lasse ich meine Fotos. Ne? Und dann kann ich kopieren und kann euch den Link geben. Fertig. Ne? Und da habe ich hier die ganzen Dokumente drin und muss nicht alles mit mir rumschleppen. Ne? Wenn ich an der Arbeit bin, habe ich ja nicht meine... Es gibt irgendwo einen Schalter, wo man einstellen kann. Ich weiß nicht, am Handy, glaube ich, ist es auch, dass man die Fotos mit dem Handy und Google Fotos synchronisiert. Das muss man irgendwann mal einstellen. Ja, das muss man einstellen, Herr Mann. Sonst geht es nicht. Aber da wirst du gleich danach gefragt. Wenn, ja, du, ja. Wenn du da öffnest, richtig. Die App öffnest, ist ganz, ganz oben so ein kleiner genau. Schalter. Und da musst du draufklicken und da steht dann synchronisieren und dann macht er die ganzen Synchronisationen, die Bilder. Für euch ist es nur wichtig, dass ihr eine Möglichkeit habt, wie kann ich denn jetzt die Bilder mit mir da hochladen und dann auf dem Handy posten. Das ist ja immer noch das Problem. Ich habe einmal mein Handy und habe einmal meinen PC. Und ich schleppe ja nicht meinen PC immer mit mir rum. Ich will ja die Bilder auch posten, wenn ich den nicht mit mir rumschleppe. Aber es müssen doch alles fachbezogene Bilder sein, die mit dem Business zu tun haben. Sonst macht es keinen Sinn. Ja, okay, dann gibt es auch eine andere Möglichkeit, wie wir das auch realisieren können am Handy. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Und zwar wechsle ich nochmal auf mein Handy. Und dann werden wir jetzt mal eine App testen, wo wir das direkt mit dem Handy machen können. Moment, neue Freigabe, Handy. Also wir haben jetzt einmal den PC, da wisst ihr, wie er die Bilder dort erstellt und wie er die hochladen tut, gell? Ihr könnt das aber auch an eurem Handy direkt machen. Dann gibt es eine schöne App, die ich selber nur eigentlich speziell nutze und die nennt sich Spark Post. Wie? Adobe Spark Post. Spark Post. Post. In dieser App, also diese App nutze ich eigentlich für meine oder viele meiner Posts auf Instagram, weil die unheimlich viele Vorlagen hat. Alle die Vorlagen, wie hier auf der Adobe Spark App sind, die könnt ihr frei nutzen. Also da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Jetzt kommt das Bild nicht. Zum Beispiel habt ihr unheimlich viele Vorlagen da drin. Und hier zum Beispiel seht ihr mal einige Posts, die ich nur mit der Adobe Spark App gemacht habe. Da kannst du zum Beispiel Stories erstellen, die länglichen. Du kannst ganz normale Bilder erstellen und du kannst Animationen damit machen. Kannst du alles mit der App machen. Und wenn du dir mal anguckst, meine Bilder, die sind vielmals von gleichen Bildern, nur anders dargestellt. Weißt du, ich habe zum Beispiel das eine Bild so oft verwendet mit anderen Texten. Da habe ich mal anderen Filter drüber gezogen. Da habe ich mich mal anders positioniert. Ne? Also das sind nicht immer neu gemachte Bilder, sondern das sind eigentlich alte Bilder, die ich immer wieder aufbereite und die ich immer wieder mit neuen Texten versehe. Ne? Seht ihr? Ja? Ja? Und das kannst du mit dieser App machen. Und zwar hast du ja bei der App hier unten das kleine Pluszeichen. Na? Und das ist das Schöne. Hier kannst du zum Beispiel direkt auf deine Fotobibliothek, gell? Da ist meine Cloud wieder gefragt, da habe ich meine ganzen Fotos drin. Aber wenn du hast ja keine Fotos, ne? Nee. Reinhard, dann Nein. gehst du hier auf kostenlose Fotosuchung. Ja. Mit dieser App. Ja. Und dann kommen unzählige Bilder, die du alle verwenden kannst. Die stehen zur freien Verfügung. Und da gibst du jetzt mal ein. Was möchtest du mal eingeben? Kundenmagnet. Ob da was kommt, weiß ich nicht, aber wir können es probieren. Ja. Weil das ist nämlich gleich mit Unsplash und Pixabay. Mit Martha in der Mitte. Mit Pixabay und mit Unsplash verbunden. Nochmal. Kundenmagnet. Ja.
Will mich nicht. Nein. Ach so, ich habe schon was ausgewählt, deswegen. Abbrechen, nochmal abbrechen. Ja, ich habe so dicke Finger. Nee, mal stimmt das jetzt? Ja, gell? Ja, aber da kommt nichts. Wir machen mal nur Kunden. Du musst ja auch nicht immer so spezifisch sein. Wenn du zum Beispiel Kunde machst, kommt ja irgendwas. Ist doch auch jetzt egal. Zum Beispiel hier, wenn du irgendwas verkaufst, das sieht doch ganz gut aus. So, das nehmen wir jetzt einfach mal hinzu. Ist da? Und dann kannst du hier, siehst du? Ist ja jetzt egal, was für ein Bild. Bei Instagram zum Beispiel dieses Bild bearbeiten. Erstmal nimmst du das, weil du das haben willst für Instagram. Jetzt kommt die Farbpalette. Jetzt suche ich mir meine eigenen Farben aus, weil ich habe hier ein anderes Branding. Ihr seht, hier sind schon gestalterische Farben für mich und mein Business. Gucke ich, welche Farben zu mir passen, die nehme ich. So, dann klickst du da rein in das Feld, machst fertig. Klickst in das Feld und dann kannst du jetzt bearbeiten machen. Du kannst jetzt quasi den Text bearbeiten. Reinklicken und hier unten steht Text bearbeiten und dann kannst du schreiben Verkauf, Abverkauf, was weiß ich. Und dann noch einen schönen Spruch, irgendwas Schönes. So, oben auf fertig gehen. Und dann kannst du das noch hier hin verschieben, wo du willst, ne? Ja. Du kannst dir die Größe noch ändern, wie du willst. Siehst du? Und was du auch machen kannst, du kannst hier die Schrift verändern. Na? Mit verschiedenen Schriftarten. Die Farbe der Schrift kannst du auch noch verändern. Weiß. Passt schöner. Mhm. Die Form. Du kannst du noch Formen machen und du kannst Effekte auch noch einbauen. Zum Beispiel. Ja, so ist hier so ein kleiner Schimmereffekt. Das ist jetzt auf Spark, Post? Alles Spark. Hier unten das kleine Zeichen, Adobe Spark. Das gefällt mir nicht, muss ja nicht jeder wissen. Da drücke ich drauf. Wo hast du das? Warte. Hier unten rechts auf dem Bild, ganz unten rechts, steht Adobe Spark. Nee, da steht fertig. Nee, ein Stückchen mal da oben. Seht ihr die Maus hier? Ach da, ja, okay. Ich drücke drauf. Und dann steht hier oben Logo als Projekt entfernen. So, das sieht schön aus. Ah ja, okay. Jetzt gehe ich mal auf fertig. Aber jetzt will ich das noch schöner machen. Das gefällt mir noch nicht. Da ist noch ein schönes Layout zum Beispiel. Dann kann ich hier noch verschiedene Layout-Formen machen. Ah, das gefällt mir auch nicht so. Dann gehe ich mal auf Design. Und dann kann ich hier bei Design auch noch verschiedene schöne Arten vom Design verwenden. Ah, das ist so cool, dass es... Wir sehen ja, schon, da muss man sich mal mit befassen. Ja, das ist ganz genial. Ist wirklich so. Und das ist alles hier, was wir jetzt hier gemacht haben, ist alles noch kostenlos. Also da brauchst du noch gar nichts dafür bezahlen. Ne? So, jetzt gehen wir mal hier auf fertig. Und jetzt mache ich noch einen schönen Effekt rein. Weil ich möchte, dass die Schrift noch schön reinfliegt oder sich verlässt oder vergrößert. Ihr seht, das ist wirklich schön. Zoom, das würde mir zum Beispiel gut gefallen, ne? Seht ihr? Das ist so zoomt, reinzoomt oder rauszoomt. So, und wenn ich das dann haben möchte, da habe ich jetzt ein schönes Bild zum Beispiel, da könnte ich jetzt hier noch einen Filter drüber ziehen, damit das mein Branding angepasst ist. Seht ihr? Dann sieht das ähnlich aus wie mein Branding, weil es ist, am Anfang war das ja noch rot und da ich aber das Orange habe in meinem Branding, mache ich das mit Filtern. Überziehe das mit Filtern. Dann kann ich hier die verschiedenen Filter noch auswählen. Mhm. In dem Adobe Spark. Alles in dem Adobe Spark. Ne? Gehe ich hier auf fertig. Und wenn mir das gefällt, dann kann ich hier oben auf Freigeben gehen. Und dann gehe ich hier auf Videoanimation und dann wird das Video erstellt. Seht ihr das? Du hast doch jetzt ein Video. Speicher. Hast du ein Video ausgemacht? Ich habe jetzt ein Video draus gemacht, weil ich habe ja die Animation drin, wo das reinfliegt und zoomt. Versteht ihr? Ach so, ja. Und wenn ich das jetzt, das Bild habe ich jetzt im Moment in meine Fotocloud gespeichert, ne, indem ich ja hier oben auf Freigeben gegangen bin
habe das als Videoanimation und habe es hier gespeichert. Ne? Das habe ich jetzt sogar zweimal. Okay. Und wie finde ich das jetzt wieder und kann das speichern? Das ist jetzt die Frage, das klären wir jetzt. Ich gehe zurück auf mein Instagram und du hast ja unten das Pluszeichen, ne? Das, was wir heute hatten auf eurem Android-Handy, ist das hier in der Mitte, ne? Das Pluszeichen. Ja. Wenn ihr da drauf geht, öffnet sich das, siehst du? Und da kommt sofort meine Bibliothek. Ja. Ich gehe hier oben auf Weiter und dann zeigt mir das schon so an. Und dann kommt das. Ganz wichtig, gehe nochmal zurück. Ja, jetzt seht ihr, hier oben kann ich meinem Bild Text geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Je mehr Text ihr schreibt, umso mehr bleiben die Leute an eurem Bild stehen und wollen das lesen. Und es, der Algorithmus von Instagram ist so, dass je länger die Leute an euren Bildern festhalten und lesen, desto mehr wird das eurem Feed bzw. euren Followern gezeigt. Wenn die nur kurz bleiben, wird das halt nicht so oft gezeigt. Habt ihr einen schönen langen Text und die müssen lesen, das merkt Instagram und dann bleibt natürlich der Feed bzw. euer Post landet ziemlich weit oben, wenn die Leute länger drauf verweilen. Deswegen ist es hier jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt hier einen schönen langen Text schreibt. Langen Text heißt aber nicht nur eine Zeile, sondern da muss wirklich eine richtige Geschichte draus gemacht werden. Ihr habt gesehen, wir haben ja nur ein ganz einfaches Bild jetzt genommen. Und da könnte man jetzt schreiben, über das Bild könnte man eine kleine Story zum Beispiel erzählen. Wenn du jetzt zum Beispiel, Isabel, so ein Bild hast, ne? Und du postest jetzt was von Madeira. Das ist ja eine wunderschöne Insel. Und ja, stimmt. Und? Ja. Und du kannst zum Beispiel, hast zum Beispiel ein Landschaftsfoto, ne? Was du dir jetzt zurecht und hast auch dem Foto zum Beispiel einen schönen Text geschrieben. Dann schreib eine kleine Story dazu. Schreib zum Beispiel, wo sich das befindet, das Bild, und dass es eine herrliche Insel ist und dass es wirklich wert ist, wenn die Leute da hinkommen, die Ausflüge. Und du musst halt, wie soll ich denn sagen, ein bisschen interessant schreiben, über jedes Bild eine Story erzählen. Ja, verstehe. Verstehst du? Ja. Ja. Das muss jetzt hier rein. Und hört aber bitte auf, irgendwas Angebote zu machen. Da kommt keine Werbung rein, da kommt keine Angebote rein. Mhm. Es kommt wirklich nur Content rein. Nur interessanter Content. Und der Content muss noch mit Smileys versetzt werden. Der Content muss noch mit, zum Beispiel mit Leerräumen. Also nicht alles hintereinander schreiben, sondern Leerräume dazwischen. Das ist ganz, ganz wichtig und schön hintereinander. Ne? Und jetzt kommt das Wichtigste. Und zwar, wenn ihr das dann hier gemacht habt, ihr habt einen sehr schönen langen Text hier reingeschrieben, dann kommt zum Allerschluss die Hashtags. Ein Hashtag ist ein Mittel, um euch auf Instagram zu finden. Ihr könnt 30 Hashtags für ein Bild verwenden. Es ist viel Arbeit, wenn ihr jeden Hashtag einzeln für jedes Bild schreiben müsstet. Deswegen meine Empfehlung, ihr schreibt 25 Hashtags, die ihr immer wieder benutzt, auf. Mhm. Und 5 Hashtags behaltet ihr euch frei für das Bild, was ihr gerade postet. Also nochmal, die 25 Hashtags sind euer Branding, was zu eurem Angebot zum Beispiel führt. Hermann zum Beispiel schreibt alles unter die Hashtags, was für ihn wichtig ist, was dein Business auszeichnet. Na? Wohlstand, Freiheit, Veränderung, Geld. Das sind Hashtags. Das ist nur ein Wort. Hashtag Geld. Hashtag Mehrwert. Zum Beispiel bei sind alle Hashtags klein geschrieben? Alle Hashtags sind klein geschrieben und zwischen Hashtag und Hashtag ist immer ein Leerzeichen und wieder ein Hashtag. Ich zeige euch ein Tool, wo ihr Hashtags machen könnt. Mhm. Das Tool nennt sich Smart Hash.
Ich habe extra geguckt beim Android. Ich habe ja ein iPhone. Heißt das Tool Text for Like. Ihr kriegt aber in meinem Toolbuch das extra noch mit. Und ich zeige euch jetzt mal an meines Hashtags, das ist hier. Ein Hashtag-Tool findet ihr im Apple Store beziehungsweise im Play Store. Ne? Also wenn ihr jetzt für Android heißt das Text for Like. Text for Like. Text for Like. Wichtig auch, es gibt nicht viele deutsche Hashtag-Tools, Hashtag-Anbieter-Tools. Ihr müsstet gucken, dass ihr nicht zu viele englische Wörter dort verwendet. Ne? Wenn ihr deutsch seid, schreibt auch deutsche Hashtags. Was ihr auch machen könnt, es ist ja jetzt nicht so schlimm, dass man selber sich 25 Hashtags kreiert. Und diese 25, die könnt ihr euch immer wieder dort in jedes Bild reinkopieren. Ganz wichtig. Das könnt ihr euch in Evernote machen und könnt ihr dann übers Handy immer reinkopieren. Oder ihr macht euch das in eine Word-Datei und kopiert es immer rein. Ich habe ja hier dieses Smart-Hash und da mache ich Folgendes. Ich gehe dort drauf und dort habe ich mir zwei Profile angelegt. Einmal dieses und einmal dieses. Und je nachdem, was ich verwende, gehe ich hier auf entweder das untere oder das obere und gehe hier auf Kopie. Okay? Einfach unten auf Kopie alt. Gehe zurück. So wird das dann auch funktionieren mit eurem Hashtag-Tool, was ihr nehmt. Geht wieder in euren Dings rein. Ich habe jetzt schon was geschrieben, einen großen Text. Ne? Geht dort rein, mach einsetzen und schon habe ich meine Hashtags drin. Die letzten mache ich weg, vom Tool aus drin. Und hier schreibe ich jetzt 5 Stück, die zu dem Bild passen, rein. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel irgendwas anbiete, dann schreibe ich rein Verkauf und das Produkt. Ich meine, ihr könnt auch 3 nehmen, aber die letzten 3 sollten Bezug auf das Bild nehmen, was ihr postet. Ne? Und dann sieht es quasi so aus, dass ihr hier dann die Hashtags habt. Ne? Die Hashtags sind dann hier drin, seht ihr? Und oben steht der Text. Und was jetzt hier wichtig ist, ihr seht es jetzt, wenn ihr ein Business-Profil habt, dann erscheint hier unten Business Coach 50 Plus, beziehungsweise bei euch müsste dann eure Fanpage erscheinen. Und wenn der Haken hier drüber ist, seht ihr den Haken hier? Hüm und drüben. Seht ihr? Dann verwendet ihr das gleichzeitig auf Facebook. Also, alles, was ihr hier postet, wird auch auf eurer Fanpage gepostet, wenn der Haken drüber ist. Seht ihr das? Beim Business-Profil. Und das ist das Schöne. Ihr habt halt weniger Arbeit. Die Fanpage ist immer aktuell, weil ihr ja gleichzeitig auf der Fanpage postet. Und ihr habt Instagram immer aktuell. Im Grunde genommen ist es nicht so viel Arbeit. Ihr macht euren Instagram-Account, macht eure 3 Posts am Tag. Es gehen auch 2. Oder wenn ihr mal einen Tag nichts macht, ist auch nicht schlimm. Aber ihr habt gleichzeitig Content auf der Facebook, auf der Fanpage. Und das verleiht euch dann natürlich dann die wesentlich größere Reichweite. Und könnt ihr mir glauben, auch auf eurer Fanpage wird sich dann was tun. Auf jeden Fall. Aber was soll ich denn jeden Tag dreimal tun? Immer jeden Tag was anderes. So viel Themen bei Kundendigitalisierung. Gerhard, sag du mal was dazu. Gerhard ist ja nun auch ein Mensch, der ist jetzt nicht so, der jetzt immer Ideen hat. Aber was postest du zum Beispiel, Gerhard? Naja, was mir gerade so einfällt, manchmal auch so aus dem Ort oder irgendwas. Es muss ja nicht immer irgendwie nur bezogen sein auf dein Thema, sondern bei Instagram. Ach so, das muss nicht themenbezogen sein. Nein, du kannst zum Beispiel, was ich oft mache, es sind so Bilder aus dem Ort oder kleine Videos, die ich unterwegs gedreht habe oder mal irgendwelche Sprüche oder so. Ja. Die habe ich mir die Vorlagen bei Canva oder sowas fertig gemacht, setze ich nur den Text ein und fertig. Aha, du sagst das so, also fertig. Naja, du kannst ja mein Profil angucken da. Habe ich schon gemacht, mein lieber Mann, weil du da alle fertig machst, das ist schon gut ab. Ja, aber ich mache auch nicht jeden Tag mal eins und dann manchmal 2 Tage ja nicht. Also, genau. Das, wie ich gerade Zeit habe.
Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Aber du müsstest ja, musst mal gucken, du wirst ja meinen Account finden. Ich habe dir ja in der Dings geschickt. Na? Ich war schon drauf, habe ich schon gesehen. Also, hast du bestätigt. Gut. Ja. Naja, und dann guckst du dir das mal an und dann siehst du schon. Sind ja über 150 Dinger inzwischen. Ja. Also, was ganz wichtig ist, holt eure Ideen eigentlich aus eurem eigenen Umfeld, aus eurem Kopf, aus dem, was genau. ihr macht, und habt keine Angst. Es ist überhaupt nicht schlimm. Was ich immer poste, ich poste mal einen schönen Spruch oder ich poste mal aus meinem Leben. Nicht nur immer nur Business, sondern so eine kleine Mischung aus Business und auch ein bisschen aus eurem Privaten. Denn glaub mir mal, Isabel, die Menschen wollen dich auch kennenlernen. Das ist wirklich auch so. Wer ist denn, wer steckt denn hinter Travel? Was ist denn das für Mensch oder was sind das für Menschen, die dahinter stecken? Das muss man natürlich dann auch mal ein bisschen, sich mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen mal geben. Was geht denn da so ab bei euch auf Madeira? Da gibt es doch bestimmt so viele Sachen, die man da posten kann. Also ich... Ja, das stimmt. Ja. Genau so ist das. Ja, man muss einfach alles bearbeiten und dann so eine Contentliste machen. Genau, machst du eine Contentliste, einen Plan. Das habe ich euch auch nochmal in diesem, ihr kriegt ja die 35 Seiten von mir, da steht das auch drin, dass ihr einen Plan euch macht. Du bist Lehrerin, du hast natürlich auch wirklich da hier sicher jeden Tag unendlich viel Content zu bringen. Und ich denke mal, da kannst du wirklich super viel bieten. Und das wird dir, wenn du jetzt das ein paar Wochen gemacht hast, glaub mir mal, da geht dir das wirklich so von der Hand. Und auch Hermann ist ja auch viel unterwegs. Und ich habe dich ja auch schon öfters im Facebook gesehen. Du machst ja auch tolle Videos und so. Und einfach mal da live rein. Du bist so ein Motivationsmensch. Der kann die Menschen so richtig motivieren. Und wenn du jeden Tag einen Motivationsspruch loslässt, was denkst du, wie viele Leute dir da folgen, Hermann? Und du machst es ganz toll. Und das ist so. Und das ist noch ein kleines Stichwort, das Folgen. Ihr seht ja, die Leute folgen euch, die Menschen folgen euch. Was macht ihr? Ihr guckt euch von denen, die euch folgen, die seht ihr hier. Ich zeige es euch, für diejenigen, die es nicht wissen, zeige ich es euch. Verwerfen muss ich mal machen, gut. Zeige ich euch, wie ihr das seht, dass euch die Leute folgen. Und zwar, ich habe unten so ein kleines Herzchen. Habt ihr das auch? Ja. Da drückt man mal drauf. Und da finde ich dann immer Leute, die mir zum Beispiel schreiben, mir gefällt dein Link oder mir gefällt das. Und der folgt mir jetzt. Der zum Beispiel Business starten folgt mir jetzt. Dann gucke ich mir den sein Profil an. Seht ihr? Und dann denke ich, oh, ist doch egal. Ihr müsst, ob der nun das Gleiche macht wie ich, ist es unwahrscheinlich. Aber das Profil gefällt mir. Der macht Business. Den folge ich. Genauso müsst ihr es auch machen. Schon habe ich den gefolgt. Gell? Und dann geht ihr wieder beim Herzen. Ihr macht es so, dass ihr nur Leuten folgt, denen ihr folgen möchtet und die auch so ähnliche Profile haben wie ihr oder wo ihr was lernt. Folgt bitte nicht irgendwelchen ausländischen Leuten, das ist totaler Quatsch, oder kauft euch Likes, sowas macht man gar nicht. Man guckt sich das Profil an, wer hat mich jetzt gefolgt, das ist wieder einer, der ist nur Englisch, aber der macht Musikpop-Marketing, kann ich auch mal folgen. Den folge ich dann, ne? So. Und so werden die Follower, denen ich folge, die sehe ich ja dann hier in meinem Profil, werden hier unten mehr. Ihr seht, wenn ich hier draufklicke, das sind alles Leute, die ich abonniert habe. Gell? Mhm. Und das sind aber alles Menschen, die es auch wirklich gibt, die deutsch sind, die meinem Business entsprechen, denen ich gerne folge, wo ich auch deren Content sehe. Und die folgen euch dann wieder zurück, wenn die das sehen. Und so baut ihr euch dann quasi eure Follower auf. Ne? Weil immer wieder Menschen, denen ihr folgt, die folgen euch dann wieder zurück. Und diejenigen, die euch entfolgen, den entfolgt ihr dann auch. Die seht ihr ja hier beim Abonnieren. Und wenn ihr dann denkt, na, die entfolgt mich, dann entfolgt das auch wieder. Ganz einfach. Fertig. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich einmal im Monat gucke in meiner Liste, wer mich ständig entfolgt und wieder folgt, den entfolge ich dann auch irgendwann. Ne? Aber den meisten ist es egal. Die bleiben auch. Und dadurch baut sich hier oben das auf. Versteht ihr? Ne?
ihr müsst Leuten folgen, damit die euch folgen können. Wenn euch einer einen schönen Text schreibt oder schreibt einen schönen Kommentar, dann müsst ihr darauf auch antworten. Ganz, ganz wichtig. Na? Wir zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand einen Kommentar schreibt, hier, warte mal, was hat mir mal einer geschrieben? Lange nichts. Ich habe eine Frage, Gabi. Ja. Und zwar, wenn ich einen Post sehe auf meiner Business-Page, die ich teilen möchte, wie mache ich das? Ist das auch schon gesehen wie beim Facebook oder eher nicht? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post sehe. Ja. Von einem Follower. Ja. Dann gibt es hier oben die drei Pünktchen. Ja. Weiß nicht, ob ihr die jetzt auch habt. Ja. Dann könnte man das jetzt teilen, mitmachen. Da stehen ja verschiedene Sachen. Oder du könntest das hier auf Facebook teilen. Siehst du ganz oben. Bei mir steht das ganz oben, hier. Auf Facebook teilen, auf Messenger teilen, auf WhatsApp teilen oder teilen mit. Aha. Also du kannst diesen Post, den du dann siehst, mit den drei Pünktchen teilen, wo du willst. Auch im Instagram. Auch wo? Auch beim Instagram. Beim Instagram nicht. Und zwar musst du das anders machen. Aha. Du musst hier oben auf die Herzchen gehen. Verstehst du? Ah, ja. Klick mal doppelt auf das Bild, siehst du, und dann kommt das Herz. Ja. Und dann hast du das automatisch geliked, geteilt. Das ist automatisch dann. Das sehen die automatisch. Und dann siehst du ja die kleine Blase hier. Da drückst du drauf und da kannst du einen Kommentar schreiben. Na? Und also unten, unterhalb vom Bild, da ist diese Zeichen. Das Herz. Das Herz, daneben ist die kleine Blase. Ja, und dann ein Pfeiler. Ein Pfeil. Und wenn du auf den, also bei der Blase kannst du einen Kommentar schreiben und bei dem Pfeil kannst du, da habe ich zum Beispiel stehen, dass ich den Beitrag in meiner Story posten kann. Das weiß ich nicht, ob das bei euch geht. Das müsst ihr gucken, weil ihr noch nicht so viel gepostet habt. Das steht bei mir auch. Das steht bei dir auch. Ja. Naja, dann ist das zum Beispiel auch mal eine Möglichkeit, wenn ihr gar nichts an Content habt, dass ihr mal von anderen Content teilt auf eurer Story postet oder dann, wie ich es euch eben gezeigt habe, auch mal auf eurer Fanpage. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel vom Gerhard einen sehr schönen Post sehe, dass ich den auch mal bei meiner Story posten kann. Ne? Dann nehme ich natürlich das dann wahr, warum auch nicht. Ne? Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Ich kriege jetzt einen iPod Touch, 6. Generation. Ja. Habe ich dann genau die Sachen drauf, die du auch auf deinem iPhone hast? Ein iPod ist ja ein Musikplayer, ne? Ja, da ist aber alles drauf. Ich hab einen in der zweiten, dritten Generation, da ist auch schon alles drauf, nur eben nicht auf dem neuesten ist iOS 12. Genau, dann könntest du, wenn du dort Möglichkeit hast, eine App runterzuladen, musst du dann Instagram runterladen, kannst du wieder drauf spielen. Mit dem WLAN drin kann ich alles machen. Gut, das Einzige, was du nicht machen kannst, du hast keine Telefonfunktion, auf Deutsch gesagt, du kannst praktisch nicht in WhatsApp posten, weil das geht ja dann nicht, wenn du keine Telefonfunktion hast. Du kannst damit nur innerhalb eines WLAN-Netzwerkes zu Hause dann posten. Genau. Aber ansonsten ist dem keine nichts entgegenzusetzen. Du kannst nur nicht die Funktionen machen, die ein iPhone macht, zum Beispiel telefonieren, WhatsApp oder dann, wenn du unterwegs bist, posten. Da geht es dann nicht. Gell? Ja. Gut, oder du machst dann einen Hotspot, das würde auch gehen, von dem iPhone, einen Hotspot auf dem iPod. Dann kannst du das auch machen. Ja. Okay. Das würde gehen. Also da, so eine Frage könnt ihr mir gerne stellen. Das ist technisch eigentlich doch super. Wieso bist du auch gerade bei Claudia Easy Marketing? Da habe ich nämlich gerade das Herzchen gemacht. Ja, das ist sehr schön. Die Claudia, die hat ein sehr schönes Profil, der folge ich auch, weil ich das sehr cool finde. Und zwar hat die ein tolles Branding. Ihr seht, ne, die Farben und wie die postet, da hole ich mir auch immer sehr, sehr viel Content, sehr ein Auge. Ne? Also das ist wirklich auch ein sehr schöner Vorzeige. Auch wenn die nicht so viele Follower hat, daran messe ich überhaupt niemanden. Und wenn der nur 300 Follower hat oder Abonnenten, wenn der
wenn der Feed und wenn das ganze Profil, wie bei ihr, jetzt so toll aussieht, dann folge ich denen, ganz einfach. Ne? Und ich bin ehrlich gesagt ein Mensch, ich mag es nicht, wenn man irgendwelche Follower von irgendwoher kauft oder Tools verwendet. Ne? Das Einzige, was ihr machen könnt, ihr könnt natürlich auch automatisch posten. Ich habe in dem Tool, in meiner Toolschatzkiste auch nochmal ein Tool vorgestellt, das nennt sich Greenty. Mal gucken, ob ich das hier auf meinem iPhone jetzt habe. Verwenden tue ich das aber selber nicht. Ich mache meine Posts alle händisch, muss ich ehrlich sagen. Dieses Greenty, das ist, wenn du das professionell machen willst, musst du nur mal finden, dann kostet das nämlich auch Geld. Greenty oder so ähnlich heißt das. Greenty. Und da kannst du quasi deine ganzen, ach hier, das Tool gibt es auch, F-I-F-T-T. Und das ist ein Tool, ihr seht, ihr könnt ja Instagram, ihr könnt ja von allen möglichen automatisch die Posts posten. Das muss eingerichtet werden. Nur, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin im Englisch nicht so wissend. Und wenn ich hier mich erst durchfuchsen soll, das wird schon irgendwie gehen, aber es ist mir einfach zu viel. Oder man muss dann wirklich sagen, man richtet sich nur das Instagram hier ein, stellt das dann auf On und macht eben von dort aus seine Posts. Das geht mit dem Tool auch. Ja. Aber wie gesagt, ich verwende halt momentan nur alles händisch und das Quinty oder wie das heißt, das sieht blau aus. Warte mal. Ihr seht, ich habe so viele drauf. Weil ich ja immer zu dir, da ist es, Smarter Greenty, so heißt das, diese App. Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn. Du kannst praktisch auf alle Profile posten und sogar gleichzeitig posten mit dieser App. Ich denke aber, und wir haben ja heute nur von Anfängern gesprochen, dass es für die Anfänger einfach noch viel zu kompliziert ist. Das muss nicht sein, oder? Ihr habt euer Profil, war das so? Ihr habt euer Profil, das macht ihr euch erstmal schön. Und was für euch wichtig ist, eine Kontinuität reinbringen in eure Posts. Ich würde sagen, dass wir uns vielleicht in 2 Wochen mal wieder sprechen und uns mal wieder hier so treffen, wenn es mal so für eine halbe Stunde ist, und einfach mal schauen, inwieweit eure Follower auch gewachsen sind. Wichtig ist Kontinuität beim Posten. Follower folgen, nicht nur ständig entfolgen, Follower folgen. Euch folgen, ihnen auch folgen. Kommentieren auf Kommentare, teilen auf Facebook und eure Profil wirklich so herrichten, dass man weiß, was ihr macht. Und dann sprechen wir uns mal in 2 Wochen wieder und ihr werdet sehen, dass ihr auf jeden Fall jede Menge Follower gewonnen habt. Also ich denke ja. Mhm. Ich habe da noch was Wichtiges. Ja. Und zwar Folgendes, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn ihr Werbung macht auf Instagram für irgendeine Software oder sowas, wie ich zum Beispiel mache, dann müsst ihr unbedingt mit einem Hashtag entweder Werbung oder Anzeige mit reinbringen. Sonst kann es passieren, dass wir euch am Wagen fahren, weil das dann unerlaubte Werbung ist. Das muss gekennzeichnet werden. Aber nur dann, wenn jetzt normale Bilder oder irgendwas über euch, dann ist das nicht notwendig. Kann man auch für ein anderes Business? Ja, wie ich zum Beispiel Werbung mache für Bilder oder sowas hier. Ja. Dann ist das ja ein Affiliate-Link. Ja. Und der muss gekennzeichnet werden bei Instagram. Da musst du bei Werbung drüber schreiben oder was? Nö, da musst du genau bei den Hashtags, die du sowieso runter machst, dann schreibst du irgendwo zum Schluss Anzeige oder Werbung. Das reicht. Du machst einfach einen Hashtag Anzeige. Ganz zum Schluss. Brauchst du bloß bei mir mal reingucken, da findest du es garantiert irgendwo unten als letztes meistens. Okay. Bei privaten Fotos ist es nicht notwendig. Nein, bei privaten Sachen brauchst du es nicht. Okay. Wenn ihr Affiliate-Links zum Beispiel, ihr könnt sowieso in eurer Beschreibung keine Links posten, aber wenn ihr zum Beispiel für ein Produkt Werbung macht, dann müsst ihr dann Hashtag Anzeige hinschreiben. Mhm. Noch eine Frage. Nur als Vorsicht. Ja. Noch eine Frage, Gabi, jede Post, den du auf Instagram machst, machst du auch das gleiche auf Facebook? Nö. Ja,
Ich schon, weil ich jeden Post teile auf meiner Fanpage. Ja, machst du dann jedes Mal, wenn du auf Instagram, geht dann der gleiche Post auf Facebook? Ja. Mhm. Ja. Außer an meinem Privatprofil mache ich das nicht, aber eigentlich mache ich es schon bei fast, also so gut wie bei jedem mache ich es. Ja. Einfach um meine Fanpage am Leben zu halten, dass da was passiert, weißt du? Und ich merke das, egal, ist doch egal, ob ich nur ein Bild mal poste, man merkt aber schon, dass die Reichweite so höher wird, dass wirklich auch mal mehr Leute von meinen Fanpage zu Gesicht kommen. Ja, das stimmt. Ich mach's schon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und weißt du, du siehst ja auch vielmals auf Facebook, dass die Leute nur ein Bild posten und dann solche Hashtags drunter sind. Das ist nichts anderes, als die haben ihr Bild, was sie auf Instagram gepostet haben, gleich auf Facebook gepostet, haben sich das Bild nochmal vorgenommen, haben das Bild bearbeitet mit 3 Pünktchen oben und haben dann einfach unten drunter noch was geschrieben oder das so aufbereitet, dass es eben bei Facebook schön aussieht. Mehr haben die da nicht gemacht. Und ich habe dann schon solche Posts gesehen, aber dann, wenn ich dann die im Facebook sehe, mit so vielen Hashtags, da finde ich persönlich nicht so schön. Kann man dann das wieder auf Facebook gehen, auf die Fanseite und das bearbeiten? Also das heißt, das kannst du bearbeiten. Du kannst bearbeiten und kannst sogar die Hashtags rauslöschen. Ja. Das kannst du machen. Mhm. Ja. Den Text anders machen und so weiter. Du kannst alles machen. Für dich ist es halt schöner, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild postest, das kannst du dir dann auch nochmal bearbeiten dann auf Facebook. Mhm. Und du bist eben dann auch, du bist sichtbarer. Ne? Und was unterschätzt bitte die Story-Funktion nicht? Die Story-Funktion ist wirklich im Moment so das, was am meisten mit Reichweite bringt. Und auch in die Stories müsst ihr eure oder könnt ihr eure Hashtags einfügen. Ja. Mhm. Aber nicht so, die macht ihr dann praktisch, die kopiert ihr, fügt ihr in die große Hashtag ein und die macht ihr ganz klein, mini klein, die Hashtags, und macht die in der weißen Farbe und in der Farbe, wie das Bild ist, sodass die nicht sichtbar sind. Das ist so ein kleiner Trick, den ich immer anwende, wo ich immer, aber da müsst ihr ja nur 5 Hashtags nehmen. Gell, auf den Stories. Mehr braucht ihr da nicht nehmen. Mhm. Macht ihr ganz klein und dann sind sie auf jeden Fall auf dem Bild mit drauf. Ne? Mhm. Und Story-Funktion unbedingt nutzen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Auch in Facebook mal ein Live-Video hochladen oder mal eine Story. Immer so gut wie jeden Tag müsst ihr da irgendwas posten. Wie viele Stunden verbringst du bei Instagram und Facebook am Tag? Also wenn ich es mal hochrechne, ungefähr 30 Minuten. Weil ich das wirklich so einteile, das muss ich euch auch so sagen, ich mache alles im Adobe Spark. Ich mach mir 3 Bilder und die bereite ich für alle Plattformen auf. Und dann poste ich die Story, dann poste ich die bei Insta und dann sind die automatisch bei Facebook. Und bei die Story-Funktion bei Facebook, da nutze ich meistens eigene Bilder, also nicht extra Story-Bilder, dann nehme ich einfach ein Bild, mache da ein paar GIFs rein und fertig. Da gebe ich mir nicht so viel Mühe. Mhm. Das hörte sich jetzt alles für mich so an, als wenn ich mindestens 4 Stunden auf diesen Social Media verbringen muss. Das geht ja gar nicht. Nein, das sollt ihr auch nicht. Aber ihr müsstet, wenn ihr zum Beispiel auch am Tag, ich zum Beispiel nutze meine Mittagspause. Ich esse, ich habe eine Stunde Pause, dann esse ich was. Und dann mache ich 10 Minuten, gucke ich in mein Instagram und lade 2-3 Bilder hoch. Schreib schnell was dazu, meine Hashtags rein, fertig. Das mache ich in der Mittagspause. Ja, ist so. Gut, du bist Lehrerin, du musst vielleicht die Schüler mit bespaßen in der Mittagspause. Das muss ich nicht. Ja, ich muss dann nur meine Kunden bespaßen, wenn ich wiederkomme. Aber das sind so Sachen, die mache ich so zwischen Tür. Oder wenn ich zum Beispiel früh mit meinem Mann im Auto fahre, 20 Minuten, er sitzt da und fährt und ich mache nebenbei 2-3 Bilderchen auf Instagram. Ganz schnell gemacht, wirklich schnell gemacht. Ja, es ist so. Und ihr werdet sehen, ich habe meinen Instagram-Account auch noch nicht sehr lange
Und ich bin eigentlich mit meiner Follower-Zuwachsrate eigentlich zufrieden, obwohl ich nicht so kontinuierlich poste wie manche andere, wie der Torben Patzer. Der hat ja da, also, ich weiß nicht, 110.000 Follower und der kriegt am Tag einen Zuwachs von 300 Followern, aber der hat auch wirklich ein starkes Konzept. Wir sind ja jetzt Anfänger und wir können ja, ja nicht uns mit solchen vergleichen. Das geht ganz einfach nicht. Ne? Die haben auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Und wir sind klein, wir fangen klein an und wachsen stetig, aber gut. Ja. Qualitativ gut. Mhm. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Das, dafür stehe ich auch. Und man kann Tools als Hilfsmittel nutzen. Es ist sogar gewünscht und das ist gut. Aber ich nutze keine Tools, um mir Follower zu kaufen. Das mache ich nicht. Das ist die Gefahr viel zu groß, dass du gesperrt wirst bei Facebook oder bei Instagram und gar nichts mehr machen kannst. Das sehen wir ja sowieso. Und von daher, nee, mache ich nicht. Da habe ich eben 3-4 Leute weniger, aber dafür echte. Mhm. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber so sehe ich das. Das sind meine Schwierigkeiten. Ich kriege meine App Instagram gar nicht auf mein mobiles Telefon geladen, weil da steht in der Mitte in grün, diese App ist mit einem anderen Konto verknüpft. Und zwar mit dem Konto einer anderen E-Mail. Ach so, okay. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen sollte. Da fehlt ja eine Anleitung, was ich jetzt zum nächsten Schritt machen würde. Das sieht so aus hier. Das ist jetzt ein anderes Telefon, ja? Nee, das ist mein Handy. Und da steht immer, und ich kriege diese Instagram-App gar nicht draufgeladen. Wenn ich das also zumache, ist die weg. Aber das ist doch nicht das, was wir eben behandelt haben. Nein, ich habe das ja gesucht, dass ich da irgendwo auf eine App klicke, die auf meinem Handy-Display ist, aber die ist nicht mehr da, die ist weg. Und jedes Mal muss ich jetzt in den Play Store rein, das Instagram neu aufrufen und dann öffnen, dann komme ich wieder da rein. Aber mich verwirrt. Ist klar, die muss noch da sein auf dein Vielleicht Handy. Solltest du auch mal dein Handy neu starten, wie das bei damals. Die kriegst du gar nicht drauf, weil die App wohl mit einer anderen E-Mail verbunden ist von mir. Ja, das kann möglich sein, weil du hast bei dem Handy eine bestimmte E-Mail-Adresse. Und die musst du nutzen, eigentlich musst du die E-Mail-Adresse nutzen, um ein Instagram-Konto zu eröffnen. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich kann nicht mit zwei verschiedenen Mail-Adressen zwei Konten einrichten. Ja, dann geh doch einfach über, so habe ich das gemacht. Ich habe das gar nicht am Handy gemacht. Wir sollten das doch am Handy machen. Bei Facebook reingegangen und auf Facebook wird dir angeboten, willst du nicht endlich auch Instagram nutzen, weil 769 Freunde nutzen Instagram. Da habe ich drauf geklickt. Dann nimmt Instagram automatisch die Facebook-Adresse und anschließend habe ich erstmal die App aufs Handy runtergeladen. Da war aber der Drop schon gelutscht. Vielleicht solltest du das doch nochmal löschen und nochmal neu machen. Ihr seht ja jetzt meinen Bildschirm aus. Das ist richtig, Hermann, wie du das so sagst. Du kannst auch hier die Google Chrome-Erweiterung nutzen, um dein Instagram-Konto hier einzurichten. Das habe ich ja schon mal mit Isabel besprochen. Also gibt es ja hier zahlreiche Desktop vor Instagram. Dann kannst du auch hier an deinem PC oder Laptop kannst du hier auch Instagram betreiben, ne? Mit dem entsprechenden Erweiterung. Irgendwie steht mein Bild jetzt hier. Hast du einmal diese ganz normale App hier, die seht ihr oben? Ja. Ne? Und daneben ist dann die für die Stories. Das ist jetzt die Desktop vor Instagram, was jetzt gerade lädt. Ist ein bisschen langsam, ist gerade wieder das Internet langsam, aber geht gleich los. So, das hier. So heißt die App. Die solltet ihr dann nehmen. Und das ist vielleicht für dich ganz gut, wenn du da dir das vielleicht über PC einrichtest, damit du da wirklich auch alles siehst dran. Ja. Gell? Da hast du dann hier wirklich Desktop vor Instagram und dann kannst du hier das alles. Da muss ich mich richtig mit befassen. So nicht mal auf die Schnelle geht das nicht. Nein, das sollte ich auch nicht. Aber ich wollte heute auch ein bisschen so einen interaktiven Workshop machen, weil es nützt nicht, wenn ich euch hier trocken irgendwas vorlese. Naja, schon klar. Was machen soll. Wichtig ist doch auch, dass man an praktischen Beispielen
das auch mal sehen kann. Sonst hätte das auch gar nicht funktioniert, wenn wir nicht gesprochen hätten. Ja. Der eine hat Android, du zeigst es auf Apple. Ja, und wir haben das alles in Hosen. Dann wären wir nachher nach 5 Minuten, 10 Minuten verzweifelt aufgehört und haben gesagt, was ein Busch. Ja, genau so ist das. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so, kommt jetzt vielleicht so ein bisschen durcheinander rüber, aber sollte es eigentlich nicht rüberkommen. Es soll eigentlich für euch wirklich der Weg sein, also wie es funktioniert, ne? wie man es machen kann. Ja. Weil ich bin nicht der Freund, dass man zu viele Social-Media-Kanäle bedient, sondern nur das, was man wirklich schafft. Ne? Das heißt Instagram, Facebook, Messenger. Das war's. Ja, das mache ich nicht. Alles, was jetzt hier an Twitter und was weiß ich noch für Social-Media-Kanäle, mache ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir sind ja auch die Versuchskaninchen, die erste Gruppe, müssen wir immer dran denken. Ihr seid die erste Gruppe, genau. Und ihr seid auch jetzt der erste Workshop hier. Ja. Also da gibt es noch eine Erweiterung, die auch für die Story-Funktion ist hier. Ich weiß jetzt nicht, es geht irgendwie alles langsam, ob es jetzt aufgeht. Ich gehe schon mal. Ja. Gerhard, mach's gut. Bis dann. Ja. Bis dann, schönen Abend noch. Ich bin gleichfalls. Danke. Und ich verabschiede mich auch. Ja, pass auf, wir machen zu. Wir verabschieden uns alle. Ihr bereitet euch, was ihr heute gelernt habt, ein bisschen für euch auf. Ja. Und ich bin für eure Fragen zuständig, wenn was ist in der Gruppe. Ihr könnt ruhig posten. Umso mehr gepostet wird, umso mehr Interaktion, umso mehr sehen natürlich auch unsere Posts. Ihr liked mal, gebt mal Herzchen. Da wäre ich euch so dankbar, dass man ein bisschen in der Gruppe Interaktion kommt. Ja. Okay. Machen wir das so. Und Hermann, Reinhard und Isabel, vielleicht können wir uns dann in 14 Tagen oder 3 Wochen oder vielleicht auch 4 Wochen uns dann noch mal kurz treffen und schauen mal, wie wir unser Instagram-Profil gepusht haben. Ja, das wäre toll. Und Reinhard, wenn du nicht zurechtkommst, du weißt ja, wo ich bin, da können wir noch quatschen. Und Hermann, da bin ich mal gespannt, inwieweit du bist ja auch schon ganz schön gut fit. Ja. Dann zurechtkommst. Okay. Dann verabschieden wir uns alle. Gabi, ganz herzlichen Dank. Danke. Für deine liebe Mühe. Gruß an die Kollegin Isabel und an den Hermann noch. War schön mit euch, aber ihr ganz, ganz große Dank gilt der Gabi, dass du dir so viel Mühe mit uns gibst. Und auch wenn ich nicht alles verstanden habe, aber ich erkenne das natürlich, wie sehr du dich bemühst. Vielen Dank. Euer Workbooks, die beiden bekommt ihr ja noch in euer Postfach persönlich, ne? Ja. Dass ihr das wisst. Ja. Ihr persönlich Postfach, nicht in die Gruppe. Alles klar. Danke. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Guten Abend euch allen. Es war schön mit euch. Ihr seid. Ciao. Tschüss. Tschüss.